So. Alright. Ich glaube, wir füllen an. Ja, füllen wir an. Feel Good Podcast. Yes, hello. Nummer 1 with none other than my main man, Charles Nguela. Und du hast sogar auf deinem Käppli hast du das Logo bauen lassen? Ja, damit ich weiss, wie ich heiße. Nein, wir haben einfach irgendwelche Caps designen für nächstes Jahr Sommer. Und dann ist die Idee gekommen, so ein Logo zu machen. Das war nicht meine Idee, aber ich finde die Kappe cool, von dem her lege ich es an. Nice. Und jetzt fühle ich mich wie ein Rapper umfahren, wenn ich das anhabe. Ja, ja, ja. Also es läuft so Orgelmusik. Das habe ich jetzt gehört. Was ist das? Hat es eine Kirche da oben? Gell? Das ist wie ein Gottesdienst. Vor allem wenn noch eine... Aber ja, okay. Wir haben es gehört. Vor allem wenn ein Schwarzer da hockt und kaum vor der Schwarze kommt Orgelmusik. Okay. Evil. I'm evil. Jetzt denkst du, heute ist ein Gottesdienst. We all came here today to listen to the good word of Joy von Mozart. Can I get an amen? Wichtig ist, dass du ein Wort musst singen drin. Weißt du, du machst so. We came here to listen to the good word of Joy von Mozart. Wie hast du das Logo gemacht? Bei Fiverr? Oder wo hast du das bestellt? Ich weiß es einfach nicht mal. Der Team hat irgendeinen Kollegen, der hat gesagt, hey, schick uns ein paar Muscheln, hat er das gemacht. Alright. Und du okay? Team ist dein Manager. Ja, Team ist mein Manager. Für die, die es nicht wissen. Für die, die es nicht wissen, Team genau. Ist mein Manager. Ich habe mir noch überlegt, ob es eine gute Idee ist, die für meinen ersten Podcast zu nehmen. Wieso? Weil, weißt du, man hat ja normalerweise mit Sorge, hat die Person genug zu erzählen. Aha. Oder? Ja. Aber bei dir habe ich eher die Sorge, erzählt zu viel. Wow! So kommen wir gerade zu unangenehmen Fragen. Hast du schon mal eine Freundin betrogen? Nein. Was? Nie? Nein, nie. Ich bin einfach fast nie in einer Beziehung. Okay. Weil ich immer sage, Single oder nicht Single, nicht. Okay. Aber nicht dort je. So, der Schweizer Move, das ist nicht so. Der Schweizer Move? Ja, der Schweizer Move ist irgendwie, du hast seit 20 Jahren Frau. Und gehst ab und zu in so ein komisches Etablissement. Ah, heisst das Schweizer Move? Ich habe es jetzt auf so erfunden. Aha, okay. Ja, jetzt denkt so. Aber es ist so sehr schweizerisch. Ja? Ja. Also weißt du, andere Kulturen haben einfach von Anfang an 5 Frauen oder... Ja. Ja. Und ja, in der Schweiz stimmt. Ist so, ja, das stimmt, ja. Ich habe meine Frau, aber... Aber ab und zu... Kollege, ich habe in dem Fall mit dir bis um 5 Uhr morgens gesoffen, gell? Ja, ja, stimmt. Okay, ja. Gibt ja den alten Witz. Okay. Weil, wenn du willst wissen... Schon wieder Orgelmusik. Oh mein Gott. Wo ist das? Hä? Ich habe das Gefühl, irgendwie Satan läuft jetzt gerade da rein. Ist es da hinten? Ja, das Gefühl, er kommt jetzt rein. Ja, und wie? Bist du das, Nico? So eine geile Sache. Was ist er am Schauen? Das ist die Frage. Ja, was schaut der? Was? Liegt dir so. So, also die drei ja. Hörer oder Zuschauer. Alles klar. Okay. Kein Problem. Ja. Ja, sicher. Nein, das ist gut. Nein, das ist gut. Nein, lass drinnen. Also ja. Ich will sagen, die drei Hörer oder Zuschauer, die wir bis jetzt kennen, haben wir schon lange verloren. Ja, wirklich. Sorry. Ey, come on, man. Come on. Alle guten Dinge sind 3. Oder 2. Also, ja. Zum Thema zurück. Ja. Es gibt einen klassischen Witz. Wenn du als Frau willst wissen, ob du betrogen worden bist, lügst du einfach 5 Kollegen an und sagst, hey, hat meine Mama bei dir geschlafen? Und ja. Wenn alle 5 Ja sagen. Dann weißt du es. Ja, logisch. Ja, das ist gut. Aber es ist ein klassischer. Ja, das stimmt. Wenn dir irgendjemand würde anrufen und sagen, hey, hat so und so bei dir geschlafen, würdest du eh Ja sagen? Ja, sagst du eh Ja. Stimmt. Es ist eigentlich so einfach. Wir aber eigentlich, es geht. Vielleicht sind die Kollegen so gut, dass sie alle für dich entdecken und sie lügen in dem Moment. Das meine ich ja. Ich weiß schon, aber vielleicht ist er doch beim einen und alle 4 sagen immer noch Ja. Das ist ja. Aber was ist, wenn er bei meinem Kollegen war? Dann hat er erst recht verloren. Weißt du, wie ich meine? Dann ist es umso schlimmer. Umso schlimmer, ja, das stimmt, ja. Dann meint ja, sie, er hat sie betrogen, wenn er wirklich beim Kollegen pennt. Oh, das war hart. Wow. Das war hart. Ja? Nein, aber eben, um deine Frage beantworten,
Nicht. Nein. Noch nie. Nein. Aber okay. Ich habe mir überlegt, wir könnten ja eigentlich erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Ah! Das ist eigentlich. Weißt du es noch? Es ist tragisch. Für mich ein tragischer Tag. Das ist eben, das habe ich aber lange nicht gewusst. Ja, stimmt, ja. Jetzt, ich erzähle dir meine Seite. Ja. Meine Seite war so, dass, ich weiß noch, wann es war, Dezember 2012. Ja, weil das mein allererster Auftritt war. Ja, ja. Und zwar, der Büssi hat mal gesagt, hey, komm mal ins, wie heisst es? Weisse Wind. Ja, komm mal in Weisse Wind. Ja, stimmt, ja. Wir haben dort Lachermacher. Mit Herrn Gundelfinger. Genau, der Dani Gundelfinger. Die alte Manager. Ja, wo jetzt das Comedy House betreibt. Genau. Und er hat schon früher viel für Comedy gemacht und hat comedy.ch gehört ihm. Ja. Ist zwar nicht auf dieser Webseite drauf, aber... ja, stimmt, ja. Wir können viel mehr draus machen. Hauptsache es geht. Und er hat das Lachermacher im Weissen Wind organisiert. Ja, das stimmt, ja? Das weiß ich noch. Und ich habe so gedacht, geil, mein erster Auftritt, dann gehe ich da in so ein cooles Restaurant, Lokal, Bühne, was weiß ich, in Zürich. Und ich hatte jetzt so 10, 15 Minuten, habe ich vielleicht mal gehabt, wo ich mal so vorbereitet habe. Oh, und danach komme ich da rein und dann ist es einfach leer. Hab ich gerade sagen, wir haben das, glaube ich, alle so gefühlt gehabt, dass wir denken, hey, jetzt wird der Hammer schon, es wird Pumpe voll. Kurz vor Weihnachten. Und ich denke, weißt du, viele Leute wollen lachen. Vom Schlimme ist, dass ich ein Video gesehen von Lachermacher, irgendwie 2 Jahre vorher. Und dort war Bude Bums voll, weil irgendwie der Javi Garcia ist auftreten und hat irgendwie seine Kollegen mitgenommen und sonst noch ein paar Leute. Ja. Und dann habe ich so gedacht, ah, so wird's, weißt du? Ja. So. Und dann komme ich da an und dann habe ich so ein bisschen, wo man so ein bisschen so mit so einem Sorry anschaut. So. Ja. Und ich gebe ihm so die Hand und wir haben dort beide noch Bernhardt geschafft und ich habe immer den einen Chef nachher gemacht. Wo ich mal hatte. Ja. Hansi Knoblauch heisst der. Okay. Fucking Legend. Okay. Und der redet so, ja. Wirklich? Ja, der tut so reden. Ja. Ist er Österreicher? Er spielt alles eben. Okay. Das ist richtig groß. Er ist irgendwie halb Bayer, halb Österreicher, wohnt in Berlin. So, in dem Stil. Okay. Ja, tut immer so reden. Ja. Und ich weiß nicht, ich laufe da ins Backstage, ja. Hinter der Vorhang. Und und danach gebe ich... Nein, das musst du mal erklären, dass Leute checken. Also der Backstage ist... Ein Vorhang. Das danke, Charlie, dass du es erklärt hast. Ja, nein, weißt du, wenn du es sagst, hinter dem Vorhang, meint man, es gibt mehr hinter dem Vorhang, es Räumchen. Nein, es ist einfach ein Vorhang. Und danach... Es ist ein Vorhang. Nicht. That's it. Ja. That's aber wir müssen auch sagen, nicht, dass wir Lachen machen, jetzt nicht wenn fertig machen. Nein. Es war einfach ein schlechter Abend, gewesen, sagen wir so. Schlecht platzierter... Auftritt es vor. Ist das Einzige, was ich weiß. Also, okay. Ich laufe dort hinten, gebe ihm Büssi die Hand und dann mache ich eben den Hansi nach. Weil wir uns immer so anrufen, so, grüß dich. Ja. Und dann sage ich so, ein Witz, wo mir der Hansi erzählt hat, das ist wirklich ein wahrer Witz, den er mir erzählt hat. Kennst du Karl Valentin? Ja, das war ein berühmter bayerischer Kabarettist. Ja. Der hat mal gesagt, zum Glück hieß Adolf Hitler nicht Kräuter, sonst hätten alle immer Heilkräuter geschrien. So, und ich erzähle ihm so da. Okay, und danach höre ich einfach aus dem Ecke, höre ich die lachen. Ich hoffe, es einfach so bescheuert ist. Und ich bin so ein Mensch, wenn irgendjemand lacht, wenn ich etwas gesagt habe, dann ist das schon mein Buddy. Okay. Weißt du, wie ich meine? Deswegen. Ja, weil ich gelacht habe, das war alles. Wow. Wow! Hast du alles gesehen? Wow! Nein, dann, nur schnell. Haben wir uns wieder gesehen in der Zukunft. Ja, stimmt. Wo ich meinen zweiten Auftritt gemacht habe, wo du mir so ein Backhanded Compliment gegeben hast. Backhanded Compliment? Ja. Ja, du hast gefunden, Alter, das ist mega gut gewesen. Gar nicht gewusst, dass du so gut kannst sein. Du warst so erstaunt quasi. Erstaunt, dass du so gut einen Auftritt gesehen hast. Aber es ist sicher ein Gag gewesen, das habe ich sicher nicht ernst gemeint. Ja, ich habe dich nicht wirklich kennt. Du bist eh dort mit dem Dani rumgehangen. Ja, genau. Der Gundelfinger. Und dann haben wir uns so kennengelernt. Und dann sind wir richtig Friends geworden, wo wir für Glanz und Gloria ein Igloo gebaut haben. Ja, genau. Ich war so krank nach dem Jahr. Aber erzähl jetzt deine Seite von der Geschichte, weil das habe ich lange nicht gewusst. Ja, genau. Meine Seite war ganz anders. Eben Acho und ich und meine Mom und meine Schwester. Also hauptsächlich
Also die zwei, alle anderen also, habe ich sonst mittlerweile deine gesagt. Deine Mom, deine Schwester und einfach, du? Ja, meine Familie, einfach seit vor den Auftritten, mir nie schlechte Nachrichten übergeben. Oder mich nicht stressen über irgendetwas. So. Wir kommen dort an, so wie bei dir. Denken, ja, weißt du, wird ein cooler Name, weißt du, kurz vor Weihnachten wird die Pumpe voll. Es war leer gewesen. Aber ja, am Schluss, wie viel sind im Publikum gekommen? Ich weiß es noch ganz genau. Achtung, ich sag dir, es sind 8 Menschen im Publikum gewesen. Und nach der Pause nur noch 4. Wieder andere seine das, Kollegen. Der Sevi Riechiger einen anderen Auftritt gehabt hat und mit denen dann weiter ist. Ja, genau, ja. Und von denen 4 ist einer noch der Jardin gesehen, der Manuel Jardin Duvin, mein damaliger Regisseur und sein Kollege. Also ich glaube, gezahlt haben 2 Menschen. Ja. Aber Dani, und es sind noch Künstler Dani, im Publikum gehabt. Ja, wir sind in 2 ja, Hälfte, sind wir genau, hineingesessen. Ja. Genau, ja. Aber der Dani hat Freude gehabt, weil sie Backstage-Catering hätte so können zahlen. mit den 2 Eintritten. Du hast ihm voll noch ein bisschen, es hat noch Chips. Eier und Aromat. Fleischkäse, Aromat. Auf jeden Fall kommt dort an. Eben, ich habe gesagt, nie schlechte Nachrichten übergeben. Und vor dem Auftritt. Ja. Vor dem Auftritt. Egal, dann, egal wie viele Menschen zum Auftritt kommen. Ja, genau. Und dann, dort, wo, wenn du den Witz gemacht hast, dort habe ich die schlechte Nachrichten noch nicht gehört. Ja. Dann bin ich noch tipptopp gewesen, bin noch wirklich? Ich, nein, nein, dort gemeint, ist du hast sie aber schon gehört. Nein, nein, dort bin ich noch gut drauf. Das Problem, Problem ist, bei deinen Geschichten sind andere jedes Mal. Nein, ich kann mich einfach nicht mehr richtig erinnern. Nein, weißt du, weil der Kopf... Weil das letzte Mal hat es mich so richtig berührt, weil du hast schlechte Nachrichten gekriegt und du hast gesagt, das ist das erste Mal gewesen, wo du nachher wieder hast können lachen. Und ich habe so gedacht, ah, und jetzt sagst du... Nein, warte, nein, warte, eben nein, doch. Wenn ich dich gesehen kann, dort unter den Witz gemacht hast, dort habe ich es noch nicht gehört. Dort war wirklich noch alles tiptop, weil ich weiss, es war eine Stunde vor dem Auftritt gewesen, und ich bin ja immer 2 Stunden vor dem Auftritt dort. Dass ich eine ganze Stunde schon dort verbracht. Nein, meistens bin ich wirklich 2 Stunden vor dem Auftritt dort. Dann habe ich eine ganze Stunde verbracht. Das glaubst du selber nicht. Nein, wirklich, schiss so, Alter. Meistens, ich schwöre dir. Wenn du vor allem 8 Uhr anfängst, wenn du schon am 8 Uhr anfängst, am 6 Uhr sind wir meistens dort. Ab und zu habe ich sie. Ab und zu. Auf jeden Fall. Dort habe ich die schlechte Nachricht noch nicht gehört. Und dann bist du reingekommen, machst einen Witz, ich lache, glaube kurz nachher, dann habe ich es nachher gehört, glaube aber dann habe ich ab irgendetwas anderes gelacht, weil ich kann mich nicht erinnern, dass es der Gag war. Okay. Bist du sicher, dass es der war? Ja, also ich weiß noch 100%, dass ich dir erzählt habe. Und dass das erste war, was du von mir gehört hast, weil ich habe dich dort noch nicht bewusst wahrgenommen. Weil du bist irgendwie auf so einem Tisch gesessen. Und dort hast du noch die geile Look mit, auch so Hut, aber doppelt so gross. Ich weiß nicht warum. Früher sind deine Caps grösser gesehen. Ah, meinst du die da, Antwort, wo ich so gegen hinten. Ja, und es war wirklich so ein Schirm gesehen. Wirklich so. Doch. Kepfacker! Und oft hast du ein Hemd angehabt und so eine scheiß Krawatte, mega schlecht gebunden, die irgendwie überall rumgeklappert hat. Ja, das weiß ich, das habe ich ab und zu gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt finde, aber ich habe ohne Scheiß noch Bilder von dort. Blaue Jeans, weißes Hemd und eine schwarze Krawatte. Also ja, es war nicht deine beste Kleiderwahl, gewesen, muss ich sagen. Ja, wirklich, der Hut ist riesig gesehen. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern an den Hut. Egal, auf jeden Fall bist du dort gesessen mit deinem Krawatte. Du hast so verkleidet ausgesehen, das ist es. Was? Das ist ein hoher harter Diss, weißt du? Nein! Du hast so schlecht ausgesehen mit so einem Weiber. Nein, das tut weh, Mann. Aber kennst du das nicht? Ich bin doch auch so gesehen. Ich habe meine ganzen 20er Jahre habe ich immer Blazer angehabt. Immer. Ja? Ah, das stimmt. Du hast wirklich immer Blazer angehabt? Immer. Immer. Und weißt du warum? Und du hast sie immer auf. Nicht immer, aber oft. Stimmt. Stimmt. Aber einfach, weil ich nicht gewusst habe, was sonst anziehen. So, weißt du, wie ich meine? Das ist wirklich so ein Blazer. Ein T-Shirt und ein Blazer geht immer. So. Das ist wirklich so eine Blazer-Phase. Mit der Zeit entwickle ich schon so ein bisschen eigenen Stil, ist übertrieben. Sondern du merkst einfach, das gefällt mir wirklich, das will ich. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, bei den Blazer, ich ziehe immer noch gerne mal einen Blazer an, aber dann ist es für etwas Spezielles, wenn ich finde. Also Moderation oder irgend so etwas. Ja, mache ich ja fast nicht mehr. Aber ja, bei Moderation auf jeden Fall. Oder wenn du einfach mal schön gehst, go essen. Ja. Hast du das Gefühl, mir sagt ja, dass die Farbe, dass ja die Stimmung beeinflussen von einem Menschen. Wirklich? Ja. Je nachdem, was du da hast. Zum Beispiel, wenn du vor Leuten herstehst und du hast schwarz an, knallhart schwarz, von oben bis unten, bist du dominant. Rot auch.
Gell? Rot ist doch die Versuchung. Ja, aber das ja zum Beispiel an einer Hochzeit darf ja eine Frau kein rotes Kleid anziehen. Ist das wirklich so? Das habe ich nicht gewusst. Anscheinend, ja. Weil das ist die Versuchung. Kann man sich heiraten? Nein, nicht die, die heiraten. Ah, die anders. Okay, ja gut. Ja, und ja. Bei der letzten Hochzeit, die ich gesehen habe, wir haben zwei knallrotes Kleid. Ich so, oh, okay. Ja. Auf jeden Fall, gelb, nehmen wir die nicht ernst. Aha. Also dann bist du zu locker. Also was gelb ist wirklich so eine Farbe, die man so findet. Ich würde die jetzt auch nie in gelb sehen, muss ich sagen. Ich glaube, nie gelb auf der Bühne angehabt. Also ich habe kein gelb. Gelb ist keine Bühne. Also ja, gelb ist eh keine Farbe zum Anziehen. Es gibt, okay, ja, es gibt Frauen, ich sage jetzt mal, weißt du, eher dunkle Haare, vielleicht so nicht gerade so einen Pop, aber vielleicht so, weißt du, so. Ja, von denen etwas gelb. Ja, ich weiß, dass man so ein dann haben sie so ein geiles Sommerkleid. Ja, Sommerkleid, ja. Mann. Oder hast du La La Land gesehen? Nein, ja, nicht. Muss mal, also ist einfach mein Lieblingsfilm. Was wirklich? Ja, aber es scheiden sich die Geister. Wirklich? Okay. Yeah. Okay, gut. Du schaust La La Land? Das ist großartig. Wirklich? Ja. Und. Okay. Es hat großartige Musik, es ist sensationell inszeniert. Ja. Also weißt du, dass du eine riesige Autobahn, gut absperren musst du nicht in L.A., ist immer verstopft, aber dass du dann filmst und alle synchron miteinander können tanzen. Und am Schluss muss die Türe gleichzeitig, von der Startszene, muss die Türe von den Autos, muss überall gleichzeitig zugehen. Ja. Und was krass ist, sie haben dann überall Boxen installieren, weil die Stanz so weit gesehen ist, dass sonst mit dem Schall wäre es nicht aufgegangen. Und dann haben sie überall Boxen installiert, dass es überall gleichzeitig tönt. Dass sie dann zusammen haben können Türen zu machen. Okay, das ist krass. Also, okay. Und irgendwann habe ich herausgefunden, dass bei La La Land, alles auf der Farbe, auf der Grundfarbe basiert. So der Blau, RGB. Blau, Rot, ja, genau. Gel. Und Schwarz. Nein, grün. War denn noch, ist so ein Mischding. Ich weiss, dass die Grundfarben sind noch Blau, Rot und Gel. Schon wieder. Das ist eben geil, weißt du? Das ist Kreis 4, du. Ja. Kreis 4 geht's ab. Du hörst alles. Und es sind immer Zivilbullen. Ja. Schon wieder Zivilbullen. Okay. Crazy. Angst du das, man? Ja. Dann hast du. Und dass der Regisseur immer wieder die Farben aufnimmt. Ah. Ich habe den Film nicht gesehen. Aber jetzt habe ich dir das erzählt und wenn du dann auf das Zeug achtest, dann okay, ist es mindblowing. Und dann haben sie aber einmal hat sie rotes Kleid an, Emma Thompson. Stone. Genau, Thompson ist die Ältere, oder? Glaube ich. Nein, Stone ist die Jüngere. Emma Stone ist die mit der roten Haar und eben dort hat sie, glaube ich, sogar ein rotes Kleid an, oder ein grünes oder ein blaues. Ich weiß es nicht. Und ihre Mitbewohnerinnen auch und Zimmer haben auch eine andere Farbe. Und dort ist geil gut, aber sonst klingt nicht so schlimm. Nein, weil meine Frage wäre dann, merkst du auf der Bühne, je nachdem, was für eine Farbe du anhast, wie die Leute darauf reagieren? Auf das kommst du. Ich bin mir nicht sicher. Ich merke, wenn ich nicht genug Farbe habe auf der Bühne. Es muss nicht nur ich sein. Ja, das muss nicht so wie du. Nazi. Nazi, das ist ein Beweis, dass der ein Nazi ist. Du bist so ein Nazi. Also, du übertreibst es immer gerade. Nein, hast du das gehört, was er gesagt hat? Okay, nein. Ganz zurück. Sondern ich meine, wenn ich jetzt auf der Bühne bin, wo es hinten einen schwarzen Vorhang hat. Ja. Es hat kein LED-Licht hinten dran. Okay, ja gut. Nein. Ich habe meinen schwarzen Bar hocken. Ja. Und wenn ich dann nicht etwas Farbiges anhabe, dann merkst du es. Also zum Beispiel der Rolf von Messer und Gabel. Der Rolf Kahn. Der ist mal schauen, wo ich im Madeleine Herbruck auftreten bin. Ja. Und dann hat er gesagt, es hat Farbe gefällt. Weil das Einzige, was ich sonst noch ab und zu angehabe, sind meine silbrigen Converse. Ja, die kenne ich, ja. Und die haben auch noch so ein bisschen flashy. Glitzer! Ja, sie haben ja nicht Glitzer jetzt, sondern sie haben einfach so ein bisschen glänzt. So. Mit viel abblenken so darfst du nicht. Ja. Ich weiß noch, wo du die Premiere gehabt hast und mit brandneuen weißen Sneaker auf der Bühne bist. Oft alle so, nur noch auf die Schuhe gehört. Er hat neue Schuhe gekauft, Er hat Geld, weißt du. Und das merke ich, aber da ich grundsätzlich, wenn dann auf der Bühne nicht so viel Farbe habe, sondern halt so grau, weiß, schwarz, whatever. Merkst du nicht? Weißt du, das habe ich bei mir gemerkt. Umso heller, umso
wärmer reagieren die Leute. Von Anfang an. Was lachst du jetzt? Jo, das heißt, wenn ich sie Nazi, ich sag's jetzt nicht. Heller, hellere Farbe! Jo, umso heller du die ansiehst, du die ansiehst, desto mehr sehen sie dich. Nein, einfach nicht, siehst du? Und nachher, wenn ich ihn Nazi nenne, heisst ich übertrieben. Nein, aber auf jeden Fall, sie reagiert viel wärmer auf mich. Ja. Yeah. Seither habe ich mich von fest vorgenommen, eben immer weiss, hellblau oder grau. Oder so etwas anzulegen. Aber die Jacke, die hast du ja noch in schwarz und in Bordeaux-Rot. Ja. Ja. Genau. Und die ist eben nice, weil die gibt automatisch Konturen. Im Sinn von, ja. sie ist matt, aber es tut trotzdem ein bisschen Licht sich drin fangen. Ah, weißt du, ja, wie ich meine? Ja. Und wenn man oft jetzt ein schwarzes T-Shirt da hat, dann schluckt es auf alles. Ja, aber genau. Das reflektiert ein bisschen, aber eben nicht so, dass du eine Disco-Kugel anhast, wo die Leute finden, oh mein Gott, what is happening? Hallo, guten Abend! Oh, shit! Oh, es ist wirklich... Hast du die Uhr auf der Bühne? Amix? Nicht immer. Wieso? Du ziehst immer deine Sachen immer. Ab, da verstehe ich nicht, warum. Weißt du, wieso eben? Wie? Ja, lenkt das Leute ab auf der Bühne, wenn sie... Also schau mal jetzt da. Das ja, Zeugs, oder? Ja. Vor allem, ich habe noch Tattoos. Ich glaube, die lenken schon ab. Findest du? Ja, also man schaut sicher mal drauf. Und der eine Fotograf, der Marc Gilge, der hat mir mal gesagt, nimm das Zeugs weg, weil eben es lenkt ab. Ja. Also ich habe so ein... Ich bin kürzlich eine Show geschaut, ja. Und der Typ, der auftreten ist, hat eine Uhr gehabt, und hat sie angehabt. Hey, und es hat mich etwa 7 Mal oder so hat's mich geblendet. Ja. Aber schau mal. Vom Scheinwerfer, Reflexion, bumm, schnell ins Auge. Und dann bin ich einfach kurz weg. Okay. Dann bist du wirklich einfach so, oh shit, hat mich geblendet. Und ja, dann verpasst du vielleicht das Setup oder irgendwas. Ja. Aber ich meine, die Uhr ist jetzt unauffällig. Ich habe jetzt ein Gespräch, also ich glaube vor ein paar Monaten, bevor wir in die Ferien sind, mit Helga Schneider das Gespräch dann gehabt. Sie hat dann gesagt, genau. Sie hat gesagt, bei Männern sagt sie, stört es weniger als bei Frauen. Frauen können die Leute viel mehr ablenken als ein Mann. Erstens, Frauen sind einfach die Schönsten. Wir schauen alle Frauen gerne an. Frauen schauen Frauen gerne an. Aber sobald eine Frau etwas zu kurz... Frauen schauen Frauen zum Teil auch so. Also. Ja. Eben, ja. Sie schauen Frauen. Auf jeden Fall, wenn sie etwas zu kurz anhat, also Frauen werden einfach dadurch viel mehr kritisiert, was sie dann auf der Bühne anhaben. Ja. Bei Frauen lenkt es viel mehr ab. Das ist nicht fair. Frauen sind auf der Bühne eh mehr unter der Lupe. Ja. Ja. Es wird sich viel mehr geachtet, wie bewegen sie sich, was sagt sie jetzt. Und das ist schon so. Was ich zum Beispiel absurd finde, ist, zum Teil kannst du kannst dich genau gleich anziehen wie immer. Ja. Und irgendwie reagieren Menschen anders. Eben, das meine und zwar, ich eben. Weißt, aber weißt du, was das auch ist? Das ist zum Beispiel, es war jetzt mega technisch, aber scheißegal. Ja. Zum Beispiel die Höhe von der Bühne macht huere viel aus. Ja. Also weißt du, kannst, wenn du jetzt in einem kleinen Club spielst, es ist viel persönlicher. Sports war in Bern zum Beispiel. Genau, ja, ist viel persönlicher. 100%ige Chance, dass nie jemand meine Schuhe sieht. Ja? Ja. Jetzt aber habe ich gerade im Quatsch Comedy Club Hamburg wieder gespielt. Dort ist die Bühne recht hoch, vor allem wenn du vorne hockst, du bist wirklich so quasi etwa auf Augenhöhe, schaust du die Bühne an. So, und dann erzählt mir noch der Moderator, der Christian Schulte-Loh, der an diesem Weekend gesagt hat, den hast du schon kennengelernt. Christian, nicht. Der Grosse. Vielleicht. Super Komiker. Also, das hat irgendwann einmal, haben ihm alle auf die Schuhe geschaut, weil er frisch eben auch neue Schuhe angehabt hat. Aber das hat auch mit der Höhe zu tun. Und ich weiß nicht warum, aber an diesem Tag gehe ich auf die Bühne und ich denke so, scheiße, ich habe den Hosenladen offen. Das kann nicht sein. Und, weil, doch, und zwar, weißt du, was das Problem ist? Du, wenn du einfach so unterwegs bist, du bist jetzt irgendwie, frag mich nicht, bist du am letzten Nacht oder so. Und dann merkst du irgendwann, dann kannst du schnell mal aufstehen. Ah ja, genau, du machst auf. Ja. Aber auf der Bühne, du kannst ja nicht einmal runterschauen. Du bist am Auftreten, du spielst zu den Leuten. Aber ich dachte, das kann nicht sein. Die ersten 3 Reihen, das alles Gefühl gehabt, die schauen mir alle auf den Schritt. Und dann hast du gemerkt, es ist der Winkel. Ja, aber natürlich erst nach dem Auftritt. Alter, ich bin 15 Minuten auf der Bühne gesessen. Oh mein Gott, mein Hosenladen ist offen. Weißt du, wie ist das? Und dann habe ich gedacht, ich kann ja auch nicht den Move machen, wo dann mal schnell... Ja, genau. Vor allem, kannst du noch das Handmix. Stell dir vor, dann hörst du so. Nein, das ist so wie in der Schule, kurz nach dem Mittag, haben wir, glaube ich, eine Show abgemacht, vor allem mit den Mädels, haben wir gesagt,
Wenn der Giger reinkommt, schaut dann alle auf die Hose. Ich sage, er ist von nicht mehr ruhig gewesen. So wie bei dir, kannst du mir vorstellen, du stehst dort und dann, aber irgendwann hat er sich getraut, hat er sich umgedreht und schaut runter. Ohne sei. Ja. Und dann haben wir so laut gelacht. Bei mir hat eben mal einer wirklich den Hosenladen offen gehabt. Ohne sei. Und dort bin ich so wirklich, dort bin ich so in my prime vom Schulidiot gesehen. So 15, 16, hauptsächlich irgendetwas, wo ich sage, muss lustig sein. Oder? Ja. Und dann habe ich wirklich aufgestreckt und gesagt, sie haben den Hosenladen offen. Weißt du, so mega stolz. und er hat es aber mega geschätzt, weil also bist du ja, irgendwie klar, so da. Ja, ist so, schön, das ist ja viel Ball. Und dann hat er eben gesagt, danke, Joel, Mann. Das war komisch. Der hat, ohne Scheiß, der war kurz vor seiner Passionierung gesehen. Ja. Und der hat wirklich einen sehr, ich sage jetzt mal, nassen Ausspruch gehabt. Was heisst nassen Ausspruch? Nassen Ausspruch heisst, er hat so recht gespuckt beim Reden und so. Und es hat sich immer so in seinem Mullwinkel hat sich immer so der Speichel gesammelt. Ja. Genau. Und dann schon immer so in die Mitte gewandert. Und zum Teil hat es dann da vorne gehabt. Das ist immer so Faden. Nein, es hat immer so Faden gemacht. Immer so, und wir sind wirklich so angewidert gesehen. Und dann hat er immer auf den Hellraumprojektor gespuckt. Und dann hat er so mega Alter. So irgendwelche Algebra-Formeln und einfach so blum, blum, blum. So. Oh, weh. Aber weißt du, das habe ich mich bis jetzt immer gefragt. Gell? Weil ich weiss noch, ein Beispiel. In der Schule, die Meltem, sie hat immer provozieren. Zum Beispiel Herr Lang. Was hat sie immer? Sie hat immer provozieren. Aha, provozieren, ja. So, wir tunen, sie läuft bei der Lang vorne durch, lässt den Ball okay, bückt sich, du siehst ihre Unterwäsche und Tangas, und Herr Lang steht dort und schaut dann kurz ab und schaut auf und wir alle, wie wir gewusst haben, dass sie das macht, oder? Aber ich habe mich gefragt, Lehrer, sie sind auch Menschen. Oh, haben sie Lieblingsschüler? Logisch. Gell? Aber sie geben es nie zu. Nein, dürfen sie ja nicht. Ich will das lernen. Ich behaupte ja auch, Eltern haben Lieblingskinder. Oh, also das würde heißen bei dir in der Family? Was, bei mir in der Family? Ja, du oder deine Schwester. Wer liebt es mehr? Ist schwierig, weil... Nein, ist schwierig, weil wir haben die gleiche Mutter, aber wir haben nicht den gleichen Vater. Und so hat sich das, glaube ich, schon immer sehr gut aufgeteilt. Okay. Weißt du, was ich meine? Okay. Dass sie hat logischerweise ihren Vater, ich habe logischerweise meinen Vater und wir haben zusammen unsere Mutter und danach kann man sich das auch teilen. Aber ich habe schon mal einen wunderschönen Satz gehört, von wegen, wenn du ein zweites Kind kriegst, dann tust du nicht deine Liebe teilen, sondern tust sie multiplizieren. Ah, oh, jetzt. Das heisst, es wird eigentlich umso mehr. Aber, trotzdem, sind wir ehrlich, es gibt so Familien, du hast fünf Geschwister die und du findest einfach so. Wir haben fünf Geschwister, wir sind fünf. Ja, eben. Ich weiß nicht. Also weißt du, dann gibt es die, die mega geil sind, und dann gibt es die, die sich ihren Namen auf den Käppchen tun. Ja, das stimmt. Ja. er ist einfach müssen machen. Er kann es nicht lassen. Schau, übermorgen hat er auch ein Cap. Nein, aber ich habe jetzt viel gut... T-Shirts und so? Ja, die haben es. Die langen auch. Ja, hast du es. Ah, geil. Ja. Und Schlüsselanhänger, oder? Nein, nicht Schlüsselanhänger, aber Schottgläschen. Und Kondom. Schon gebraucht? Ja, gib mir es mal. Ah, ist nicht mitgenommen? Ah, okay. Nein. Aber das wäre gut. Feel good Kondom, yes. Ja, feel good or comedian steht drauf. Verstehst du? Entweder. Aber Lehrer haben Lieblingsschüler. Weil ich weiß zum Beispiel, der eine Lehrer der hat mich gehasst. Aber das merkst du, oder? War, ja, voll. Ja. 100%. Hundertprozentig. Frau K. Thomas gesehen. Es hat ihr gestresst, dass ich im 10. Schuljahr, dass ich dann zwei Nachmittage frei bekommen kann, um Sport treiben. Dann hat sie immer irgendwelche Sachen gesucht. Was hast du noch gemacht? Leichtathletik? Ja, genau, Leichtathletik. Ja. Und sie ist abends gekommen und ich hocke in der Schule. Dann sagt sie, ja, Henguela, Sport ist Mord. Und ich denke, aber es ist eigentlich mega gesund, also... Sport ist Mord? Ja, Sport ist Mord. Ich wünschte, sie wären tot. Quasi hätte sie das sagen denkt, Bitch! Weißt du, wie habe ich sie kennengelernt? Das erste Mal, wo ich Frau K. Thomas kennengelernt habe. Wir haben... Tut sie noch unterrichten? Was? Tut sie noch unterrichten? Wie man das piepsen denn? Frau K. Thomas? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe gefragt, Gott, Piep! Auf jeden Fall, ich bin in der Schule und wir haben LSK-Lernstunde.
Und Was? Lernstunde. Ohne Witz jetzt. Ja. Hat es das gegeben in der Schule? Ja, in der Kreisbühne. Ja, der KSB. Das ist einfach eine Stunde Zeit gehabt, um Lehrstellen zu suchen. Ja. So haben sie gelernt, du lachst an. Und das, das haben alle gemacht, gell? Ja, ich war ein sehr guter Schüler, habe eine Lehre gefunden. Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, ja. Also, das habe ich noch nie gehört. Lernst du? Ja, jetzt. Aber hat vielleicht damit zu tun, dass ich nie so weit gekommen bin in der Schule. Aber, gut, ja. Aber damit, ja. Lernstunde, wer auch immer auf so eine Idee kommt. Bei einer Sitzung entscheiden erwachsene Menschen, weißt du, was man könnte machen? Man könnte einfach eine Lernstunde. Ja, man könnte einfach mal chillen, allein, eine Stunde lang, irgendwelches Zeug. Ja, das kommt sicher, ja, die werden ganz brav schaffen. Ja, die suchen sich alle. Aber schließlich, ich meine, das erste halbe Jahr, vielleicht machst du nicht so viel, aber nachher, du weißt, du musst eine Lehre finden. Den machst du es wirklich. Mhm. Aber am Anfang auf jeden Fall, ich lasse... Dort hast du den, wie heisst es, Drucktechnolog? Ja, Drucktechnolog. Nein, ich habe das eben vorher gehabt. Ich bin einfach ein Jahr hängen. Jetzt hat er schon Lehre. Ohne Scheiß. Ja, ich habe schon eine Lehre gehabt. Ich bin einfach nicht hingegangen, weil ich meine Mom gesagt habe, ich will nicht zuhause hocken. Ohne Scheiß. Dann hat sie gesagt, geh jetzt hat er Schuljahr, ist so gut. Dann lerne ich halt weiter für ein Jahr. Deswegen, für mich... Ich habe mega viel gelernt. Ja. Auf jeden Fall, ich laufe dort rein. Wirklich, ich laufe wirklich zwischen den Türen. Und ich bin wirklich die Tür an mir innen. Mache ich so mit der Cap. Hör ich einfach einen schreien. Ziehen Sie den Kopf ab! Ich denke so... Ich schaue über und denke, ich wollte es ja gerade abziehen. Ziehen es nachher ab. Stunde fertig. Alle stehen auf. Lassen alles einfach dort stehen. Ich sammle das Zeug und ich muss rauslaufen. Laufe zum Kübel und denke, ich will nicht zweimal laufen. Nimm die Cap und setze es so drauf und laufe so raus. Plötzlich schreit sie mich nochmal an. Ich habe gesagt, ziehen Sie die Kappe ab. Dann bin ich hässig geworden. Und sagt, sehen Sie nicht, dass meine Hände voll sind? Ich bin am Aufräumen, wie die anderen alles noch liegen. Dann ist er, jetzt lacht es mir. Am Montag bei mir im Büro mit Ihnen muss ich ein Wörtchen reden. Und ich denke so, wer ist die? Und wie heißen Sie denn, Frage? Dann sagt sie, ja, Frau Thomas. Ich denke, okay, gut, dann bin ich gegangen, ist Freitag gewesen. Ey, Alter, Montagmorgen. Laufe ich so in die Schule rein, suche Frau Thomas, steht dort her und liest Frau Thomas oben der Schulleiterin. Nein! Ja! Gerade einen Verweis bekommen. Mit dem Anfang, so wie du den Anfang erzählt hast, ja. So wie du den Anfang erzählt hast, hätte es so eine Rom-Com werden können. Ja. zum ersten Tag haben sie mega Stress und den sich anficken. Und dann nachher aber. Am Schluss. Schon nach einem halben Jahr. Ja. Haben die auch in der Schule Lehrer gehabt, die untereinander etwas hatten? Nein, wir haben einfach Lehrer gehabt mit hohen schiefen Namen. Aha, ja, okay. Aber wir haben Lehrer gehabt, die haben untereinander etwas gehabt. Das ist so peinlich gewesen. Ja? Jo. Die eine und die eine haben dann irgendwann sind die zusammengekommen. Gell? Und es ist wirklich so ein Talk of the School gewesen. Weil ohne Scheiß ist dann so Zeugs passiert, wie er fährt seine Stunde an. Gell? Wir hocken alle drin. Und dann sagt er, heutiges Thema, das und das. Und dann nachher macht sie auf die schnell Türen auf und sagt, 5 ab 12 ein. Und dann macht sie... Und wir so, ohne Scheiß jetzt, really? That's just weird, so. Come on. Und dann erzählt ein anderer Lehrer, hast du so einen Arsch gesehen, erzählt ein anderer Lehrer so, fort bin ich ins Lehrerzimmer und habe ich gedacht, Gott, Vatelli, ich mache zwei Schüler rum. Ah nein, sind es die anderen zwei gesehen. Wow. Wow. Das waren noch Zeiten, gewesen, wenn Leute nicht so politisch korrekt sind. Ja, they just don't give a fuck. Ja, ganz ehrlich, Lehrer, also in der Schweiz ist ja noch halbwegs okay zahlt in der Oberstufe, aber sind wir ehrlich. Ja, weltweit, glaube ich, Lehrer ist ein nobler Job, wo entweder machst du es, weil du weißt nicht, was sonst machen. Oder du glaubst wirklich daran. Oder du glaubst wirklich daran. Und es ist immer so, ich sage jetzt mal, die so ab 50 aufwärts, vor allem eben noch so vor 10, 15 Jahren, vor Political Correctness und schon ein gewisses Alter erreicht, wo sie finden, jetzt ist es mir eh scheiße. Ist egal. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ein langes Teil. Das ist so gewesen. Ganz, also wir haben ganz schlimme Geschichten gehabt in der Schule. Weißt du, hörst du dann immer so übergeben von anderen Lehrern, früher und so. Wie, die eine Figur, die ich mal im Programm hatte, die ist der Heiri Nütterler. Kennst du den noch? Der, wo er so redet. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Der hat im Wienerli Promi den gehabt. Der hat immer so primitives Zeugs gesagt. Weißt du, die Frau über die Matratze jagen. Ah, ja, jetzt. Also, ja, und dort habe ich ein wahres Zitat, dort habe ich ein wahres Zitat drin, dass der früher noch anscheinend, der Originallehrer quasi,
zu den Mädchen beim Turnunterricht in die Garderobe ist, um zu schauen, ob sie das Licht löschen. Einfach, wenn sie sich umgezogen haben. Haben sie sich umgezogen und dann so, du, noch schnell wollen schauen, ob die das Licht löschen. Weißt du, während sie sich am Umziehen sind. So Trump-mäßig. Ja, ich bin auch gerne. Donald Trump. Ja. und der gleiche Typ hat anscheinend, und dann ist er von der Schule verwiesen worden, hat er die Mädchen im Turnunterricht einen Spagat machen lassen und ist dann nachgemessen, wie viel zum Boden fällt. Nein! Mit seinen Fingern. Stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor. How fucked up. Ohne Scheiß. Ja? Ja, das glaube ich. Aber ja, nein, das geht wirklich nicht. Das ist widerlich. Und darum, das sind wirklich so Typen, ja, denen ist es einfach scheißegal. Ja. Weißt du, wie ich meine? Eben, bevor. Der eine Lehrer, den wir hatten, ist mit seiner Schülerin verheiratet. Ja? Wie alt? Ja, am Schluss dann halt, weißt du, irgendwann bist du 55 und sie ist 50, voll easy. Ja, nein, ich weiß nicht, was gesehen. Das sind, glaube ich, schon 17 Jahre Unterschied gesehen. Ja? Ja, dann ist der, weißt du, irgendwie 35 gesehen und unterrichten, dann hat er die 18-Jährige genommen. Ist so. Es hat mal so eine Serie gegeben, verbotene Liebe. Ja? Oh. Das ist so ein Dämmstil. Aber die haben es nicht gehabt. Die haben einfach komische Namen gehabt. Ja, ich weiß, ja. Aber, du bist ein bisschen zu früh von der Schule gegangen, weil ein paar Jahre später ist ja die Affäre gesehen, wo ein Typ mit einer Lehrerin etwas hat. Genau. Ey, nein, das ist geil. Im Aargau, oder? Im Aargau, ja. Eine 30-jährige Lehrerin hat eine Affäre gehabt mit einem Studenten vorher, wo es die Bezahlung war. Aber ich finde es eigentlich mega gemein, weil wenn du dann die Nachrichten gesehen hast, obwohl man kann argumentieren, sie hätten ausgenutzt, aber mit 17 weißt du, was du machst ungefähr? Also mit 17 bist du auf der fucking Hormonballe. Du bin ich mit 17. Ganz ehrlich, mit 17 hast du noch nie, also die Hirni funktioniert so halb. Aber hauptsächlich hast du einfach konstante Erektion und du weißt nicht warum. Es ist doch so. Und darum, wenn dann eine Lehrerin kommt. Du hockst einfach in der Schule und merkst plötzlich so, what the fuck? Oh, Scheiße, weißt du? Wieso habe ich jetzt erlaubt? So, können Sie schnell an die Wand einfach etwas schreiben? Nein. Jemand probiert. Weißt du, so, heutiges Thema Gaza-Konflikt. Das macht. Wieso? Was? Wieso? Israelis macht mich auf. Ich bin Jude, geil. Und weißt du, was noch schlimmer ist? Was? Im Zug. Oh mein Gott! Wenn aus irgendeinem Grund vibriert es kurz, macht es so. Und dann macht es so. Oh. Weißt du, was du nicht hast? Nach dem Turnen findest du am liebsten, nein, ich lege meine Hose nicht an und gehst mit der Trainerhose. Dann sitzt und dann plötzlich hockt eine vor dir und du denkst dir nichts dabei. Nicht gross, schaust einfach aus dem Fenster und dann denkst du, oh mein Gott, nein! Nein! Dann ist immer so die Hand in, als willst du das Handy haben. Also. Ich hasse es, einer ist an mein Handy vorgekommen, wie es vibriert hat und ich stehe. Es macht zig Handy weg und einfach tuck und so. Ich habe vor 3-4 Tagen habe ich mit dem Fabio gespielt, gelandet. Ja. Und dann schon mit einem Fußballshirt, AC Milan, bro. Und so Trainerhose, blau. Und wir haben es vorher von Farbe gehabt auf der Bühne und wenn es reflektiert und all das Zeugs, oder? Und dann habe ich gesagt, Alter, du darfst nicht einmal ansatzweise auch nur ein bisschen Blut reinkriegen, weil sonst sehen es alle bis hinterher. Gell? Und sie hat nur verwirrt. Ich kann eigentlich nicht verwirren, sondern eigentlich nur einen Joke machen, weil ich habe dann erzählt, dass wir mal mit dem Kiko auftreten sind. Weißt du? Und der Kiko hat auch Tränenhosen angehabt und einfach die ganze Saal hat einfach seinen Schwanz gesehen. Wo ich einfach so gemütlich dazwischen so parkiert gesehen. Und irgendwann merkt das und macht dabei so die Hand in den Hosen. Ja, genau, mega geil. So auf der Bühne, so die Hand in den Hosen sack. Ja. Und dann erzähle ich das alles dem Fabio. Und dann kommt er auf die Bühne und das erste Mal macht er die Hand in den Hosen. Auf zur Sicherheit. aus dem Publikum rausschreien, hey, nimm die Hand aus der Tasche. Alter, zeig mal! Oh, nein. Aber jetzt etwas Seriöses, eben das Trump-Event, der wird impeached! Fuck him!
Also, darf man nicht über das schwätzen? Doch, also ganz ehrlich. Es interessiert niemand in der Schweiz. Ja, also es interessiert niemand. Und weißt du, was mein Punkt ist? Der heißt ja nicht ohne Grund Feel Good Podcast. Auf das können wir jetzt eigentlich mal. Okay. Wieso nicht so nach einer Stunde? Okay, stimmt. Was haben wir jetzt? Ja, stimmt. Und zwar, ich bin jetzt dumm für Politik, das weiß ich Und ich wollte auch nicht groß über so Zeugs reden. Gehst du wählen? Ich gehe ab und zu wählen, ja. Okay. Ab und zu. Okay. Ich darf nicht. Ich bin in der Schweiz. Ja. Ja. Obwohl du auf der Bühne erzählst, du hättest so Schweizer Pass. Du Lügner. Es muss nicht alles wahr sein. Das ist so. Nein, eigentlich geht es mir mehr darum, der Podcast, der hört man vielleicht einmal in einem Jahr. Okay. Und dann interessiert es niemand, dass der Trump... Aber wird eh nicht impeached. Also, vielleicht wird er impeached. Ah, ja. In der House of ja, aber, ich weiß es nicht. Was ist denn der Senat? Mitch McConnell, ja, wird eh nicht. Vergiss es. Also, anyway. Sondern, das Ding heißt ja Feel Good Podcast, weil es eben soll ja ein bisschen die Leute unterhalten, soll ein bisschen gute Stimmung geben. Ja. Und es interessiert mich auch immer, was man macht, um sich selber gut zu fühlen. Okay. Zum Beispiel du. Ja. Du tust neuerdings falsch im Springen. Ja. Stimmt, ich bin sogar gestern, deswegen habe ich heute Rückenschmerzen. Ich bin ins Rookie-Camp gegangen im... Ist das denn mit dem Windkanal? Ja, genau. Es ist schon... Ich muss einfach ehrlich sagen, es ist viel anstrengender, als ich gedacht habe. Ich habe gemeint, du es ist nur... Das ist nicht einfach rausgekumpelt, ne? Nein, es ist nicht einfach rausgekumpelt. Es ist wirklich so, es braucht... Es ist komisch, weil der Körper ist gespannt, aber trotzdem bist du relaxed. Ja, es ist wie eine Mischung. Also eigentlich tust du dich ja so anlegen wie ein Brett. Ja. Aber weil ja der Wind noch so mega. Ja, musst du ein bisschen vorne drücken mit der Hüfte. Genau. Ja, um einfach stabil bleiben. Genau. Und dann die Bewegungen halt, musst du halt gegen den Wind pressen. Ja. Aber auf jeden Fall, das ist mega anstrengend. Aber ich muss ganz ehrlich etwas sagen, es hat mir etwas mega Schönes gegeben. Weil ich kann mich noch erinnere an meinen ersten Solosprung. Wo ich alle 6 Sprünge bestanden habe. Mhm. Der letzte Sprung einfach allein. Niemand kommt mit dir mit. Yeah. Du springst aus dem Flugzeug vollständig allein, gehst runter, fährst runter. Und dann weiss ich danach, noch habe ich die erste Show. Ich habe nicht mehr so viel Schiss gehabt, wie ich sonst immer habe. Ich habe immer noch Schiss vor den Shows, aber nicht mehr so Schiss, weil ich sage mir dann immer, Alter, du bist aus dem Flugzeug allein rausgekommen. Was ist schlimm? Da bist du nur am Reden. Also weißt du mal, da stirbst du nicht. Irgendwie, es hat mir die Angst weggenommen. Ich habe viel weniger Schiss jetzt, seit ich das mache. Was ist denn aber, was ist deine Schiss gesehen? Was ist die Schiss gesehen? Was ist mir? Heute Morgen! Also, du, eine Mischung zwischen Ofenmartine-Cereal und Frühlingsrollen von gestern. Ja. Das ist ja. Okay. Hey, ganz wichtige Frage, Schawinski. Ja. Was ist die Schiss gesehen? Ja. ja. Gut, der Schiss wird abgesetzt. Oh! Wortspiel. Nein, sondern was ich nie verstanden habe. Ich war früher nervös gesehen, wenn ich Theater gespielt habe oder Moderationen haben müssen machen vor Leuten und so Sachen, weil es hat so viel schief gehen können. Weil du bist im Auftrag von jemandem und es hängt noch mit anderen Menschen zusammen und Technik, all das Zeugs, oder? Aber kaum habe ich auf Stand-up machen, habe ich keine Nervosität und Schiss mehr gehabt, weil ich gewusst habe, es kommt ja nur auf mich drauf an. Was war dein Schiss gesehen, früher beim auf die Bühne gehen? Was hast du das Gefühl gehabt, was war das Schlimmste, was passieren könnte? Also ich kann nur den Unterschied zwischen falschem Springen und das erklären. Beim Fallschirmspringen ist es einfach so. Kannst sterben. Beim Auftreten, ausser du bist der Devil, kannst nicht sterben. Kannst nicht sterben, ja. Stimmt, nein. Und dort ist einfach noch, beim Fallschirmspringen ist einfach, du hast so Angst, obwohl es etwas so sicher ist. Auf der Straße laufen ist gefährlicher als Fallschirmspringen. Autofahren, Velofahren ist viel gefährlicher als Fallschirmspringen. Dass überhaupt dort etwas passiert, musst du dumm tun. Aber die Gefahr dann am Anfang zu wissen, ich springe jetzt raus, ras gegen den Boden mit über 200 km/h. Wenn du landest, schaust du auf und denkst, geil. Beim Stand-up, das Gefühl danach, finde ich auch geil, ich habe das gemacht. Aber was das noch geiler macht, ist, die Angst, die ich dort kann, ist nicht gleich. Dort ist es, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, bei Stand-up habe ich das Gefühl, ich verliere mehr
wenn es nicht gut läuft, nicht nur mein Ruf. Weil bevor ich rauslaufe, ich weiß nicht warum, ich habe mich immer wieder gefragt und gesagt, du laufst jetzt dort raus und musst 150, 100, 200 Leute zum Lachen bringen, wo du noch 20. Nie... Ja, oder 20, ja. wo du noch nie gesehen hast. Mhm. Das ist mega beängstigend, finde ich. Das ist wie aber, ein Vortrag halten vor Leuten. Aber weißt du, das fasziniert mich so bei dir. weil du siehst es in so Sachen, siehst du es oft wie von einer anderen Seite. Ja. Weil... Ich weiß noch zum Beispiel, wo du Swiss Comedy Award gewonnen hast. Ja. Meine Reaktion, ich habe nur einen gewonnen. Du hast beide gewonnen gehabt, ja? Und meine Reaktion ist gesehen, jetzt bin ich ein bisschen weiter. Jetzt habe ich schon ein bisschen bewiesen, dass ich nicht schlecht bin. Ja. So, hä? Also wenn wir ehrlich sind, so ein Preis gewinnen ist jetzt nicht Wahnsinn. Die Leute haben immer das Gefühl, nein, es ist eine Leistung. Es ist eine Leistung, weil das zeigt, dass du an einem oben sicher gut performt hast. Das ist eigentlich. Ja. Oder? Und du aber, wo du die beiden Preise gewonnen hast, hast du nachher gefunden, der Druck ist viel höher. Ja. Aber das hast du dir doch gemacht. Ja, weil ich automatisch, wenn ich jemanden sehe, der einen Titel hat oder so, yeah, automatisch habe ich das Gefühl, Qualität, die Person bringt Qualität. Und als Künstler finde ich dann, so wie Dave Chappelle dann gesagt hat, er hat Angst, bei anderen Shows, wenn Leute Handys haben, weil es nimmt ihnen die Freiheit weg, dürfen Fehler zu machen. Und es wird nicht gerade aufgenommen oder du wirst nicht gerade aufgehängt. Yeah. Wenn ich den Preis nicht kann, bin ich immer an eine Show hergegangen mit ein bisschen scheißegal Stimmung. Und das hat mir eben die Freiheit gegeben. Yeah. Wo ich gefunden habe, ich kann mal reden, scheitern interessiert eh niemand. Aber sobald du das dann hast und du probierst mal etwas aus, dann ist es scheiße. Da habe ich dann immer das Gefühl gehabt, für was hat er denn der Wort gehabt? Es hat mich viel mehr unter Druck gesetzt. Eben, und mich hat es lockerer gemacht. Nein, also, ich bin in Deutschland zum Beispiel bin ich immer noch unentspannter als in der Schweiz. In der Schweiz habe ich so das Gefühl, ich habe so ein bisschen Berechtigung in dieser Szene. Okay, ja. Und habe eine Berechtigung, hier jetzt aufzutreten. Ja. Und wenn du in einem Quatsch-Comedy-Club spielst, was dort für dir auftreten? Willig, Machines. Ja. Ich meine, du hast jetzt auch schon zwei, drei gesehen. Ja. Mit wem bist du auftreten, wo wir haben von Deutschland? Der Archie zum Beispiel. Der Archie. Archie Club. Weißt du, Archie Club. Und das ist nicht einmal ein Name, sondern das ist einfach der Kleinkünstler, der fucking gut ist, oder? Und dann hast du Don Clark, haben wir jetzt kürzlich gehabt. Und das sind dir. Und mit denen teilst du die Bühne. Und in der Schweiz hast du eher mal eine Show, wo. Weißt du, zum Beispiel jetzt sieben Siechen. Wir sind alle verschieden, alle verschieden, aber alle auf dem gleichen Level von Qualität. Also weißt, die Leute sind, sagen nie, das ist mega schlecht gewesen, oder das ist mega gut gewesen. Sondern wir sind alle etwa gleich rum. Ja. Ja? Und darum habe ich dann das viel mehr das Gefühl gehabt, das macht mich lockerer, ich habe viel mehr das Gefühl von einer Berechtigung. Und in Deutschland hast du so, oh shit, das sind grosse Namen. Ja, und das macht mich unlocker. Aber ein Preis habe ich nie so gesehen, sondern eher das Gefühl gehabt, hey, jetzt kann man zeigen, nein. Ich finde nicht. Es ist wie wenn du einen Grammy oder egal was gewinnst. Wir würden es ja nicht herschreiben. Wenn's, zum Beispiel, sie haben mal einen Regisseur gefragt, zum Beispiel bei dem Film The Gods of Egypt. Es ist ein Film, der in Ägypten stattfindet, aber der Hauptdarsteller ist wie so eine Schotte. Zum Beispiel. Das ist so. Dann frage ich sie, warum haben die nicht Afrikaner oder Ägypter können für die Hauptrolle den anhängen. Dann hat er gesagt, wenn ich irgendeinen Namen dort her tue, wo die Leute nicht kennen oder keinen Preis gewonnen hat, dann kannst du davon ausgehen, wir verdienen nicht so viele Millionen. Sie würden niemals herschreiben, Oscar Award-winning Actor. Und dann schreiben sie, weil durch dem, dass du das hast, musst du ein gewisses Niveau an Qualität muss gewährleistet sein. Also doch, sie schreiben sie ja. Genau. Und ich habe dann das Gefühl, sobald du dann so ein Wort gewinnst, Leute erwarten das automatisch. Und das setzt mich unter Druck. Weil ich will die Freiheit können einfach mal scheitern. Weil das macht es ja aus als Menschen. Ich wollte sagen, aber das ist ja auch Comedy. Das ist ja der grosse Unterschied zu allen möglichen sonstigen Künstlerberufen. Ja. Ist Comedy der Job, wo du immer wieder musst scheitern. Du musst scheitern, eben ja. Und ich habe das Gefühl, die Leute verstehen das auch. Meinst du? Ja. Ich finde nicht auch. Doch! Ich mein, also, hast du mal gesehen, Jerry Seinfeld, Comedian, Dokumentation? Nein.
Dort hat er sein Act, wo er irgendwie, was, Ende 90er, Anfang 2000er, wo er dort hatte, ja, hat er als HBO-Special rausgelassen. Mhm. Und somit ist das Material verloren gesehen. Okay. Weil man es öffentlich können gesehen. Ja, genau. Und gerade der Seinfeld, der 20 Jahre plus minus gleiche gemacht hat, bis auf 2-3 Jokes, ja, hast du dann keinen Grund mehr, da noch zu schauen, weil sein Ding ist ja 20 Jahre überhaupt überlebt hat mit den gleichen Jokes. Ja, aber das ist, weil es halt, weil's halt so gut mega sind, gute, ja, Alltagsbeobachtungen sind. Ja. Und dann hat er halt eine neue Stunde erarbeiten. Und die Dokumentation zeigt, wie er das eben, ja, macht. Gut. Und das ist ja, das finde ich etwas Befreiendes an diesem Beruf. Das ist ein riesen Name. Der kommt unannounced irgendwie in einem Comedy Club. Die Leute rasten aus, stehen auf, sagen: Oh mein Gott, Jerry Seinfeld ist da. 2 Minuten lachen sie noch ein bisschen ab seinem Scheiß. Nachher geht es um die Realness. Der ist totstill. Ja. Yeah. Ja, nachher geht es darum, bist du lustig oder nicht? Ja, genau. Weil, ja, der Fame hebt dich nicht durch. Ja. Weißt? Und haben sie gelacht? Ja, am Anfang hat er eine Szene drin, wo er wirklich einfach am Bomben ist. Okay. Und dann sagt er, das ist, ich weiß nicht, was er sagt, aber irgendeine rief dann sogar noch etwas rein, weißt? Und er so, well, that's not normal for me either, oder irgendetwas. Also ich, okay, weiß nicht, ja, was es genau gesagt. Aber das ist eigentlich das befreiende Gefühl an dem Ganzen. Es ist, ja, eben, das ist es eben. Aber das finde ich eben das Geile daran. Und mit so einem Titel habe ich dann das Gefühl, du nimmst. Es ist schön zu bekommen und haben, aber es nimmt dich so wie ein bisschen von der Freiheit weg, irgendwie, finde ich. Kann ich, weil Leute erwarten jedes Mal, wenn sie dich sehen, es muss gut sein. Es ist wie wenn ich Du erwartest, dass sie das erwarten. Meinst du nicht, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 25, 30 Stutz zahle für eine Show, ich erwarte, dass sie schon gut wird? Ja, stimmt. Ja, aber das ist doch unabhängig davon, ob du einen Preis gewonnen hast. Ja, aber wenn ich dort hingehe, will ich höre, ah, die Person hat einen Preis, die Person ist sicher gut, dann erwarte ich gewisse. Aber look, das ist, also Humor ist so subjektiv, ja, dass am Schluss liegt es immer an der Person, die es schaut, wo dann entscheidet, finde ich das jetzt lustig oder nicht. Weil, als ich das erste Tryhard gemacht habe von Wienerli Promi, irgendwann 15, in Luzern im Kleintheater. Oh. Sind noch Zeiten gesehen. Also Kleintheater schon mal nicht der Ort für Stand-up per se. Ja, ja, schwierig. Meine Sorte von Stand-up. Ja. Ja. Mhm. Ja. Vor allem das Programm ist sehr versext gesehen. Ja. Und dann habe ich am Schluss eine Nummer gehabt, wenn ich Sex mit verschiedenen Promi-Frauen habe. Weißt du nicht? Warte, wir es nochmal. Jo, weißt du, so die Moderatorin sagt so: Ah, deine Hand ist jetzt gerade an meiner Schulter, jetzt kannst du langsam über die Brüste. Ah, ja, 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 so, stimmt, also, ja, ja, stimmt, und, ja, jetzt weiß ich es nicht. Und Schauspielerin, oh, das Zeugs, oder? Und es sind ohne Scheiß etwa 7, 8, vor allem beim Tryout sind es vielleicht noch 12 gesehen. Gell? Weil du nimmst ja dann irgendwie das Fitnessmodel, nein, das habe ich glaube ich nicht, aber ja, irgendwann nimmst du ein paar raus, genau, und so. Aber was natürlich auch gesehen ist, ist, dass der Jardin, eben mein Regisseur, im Publikum gesessen ist. Und die, die neben ihm gesessen sind, haben natürlich nicht gewusst, dass das mein Regisseur ist. Ja. Und dann ist eine Perle gesehen und sie hat schon das ganze Programm durch, hat sie nur geflucht und hat es mega schlimm gefunden. Okay. Sie hat wirklich gesagt, nein, nein, mein Gott, oh nein. Und dann sagt sie tatsächlich irgendwann, und so einen hat der Comedy Award gewonnen, nein. Und dann kommt die, ja, Nummer mit der Promi-Frau und dort hat sie schier verblasen. Also im Sinne von, dort hat sie nicht mehr können, aber nicht vor Lachen, sondern vor Wut. Vor Wut, ja, ja. Wirklich bei jeder Frau, ist nur noch mehr geworden. Nur noch mehr geworden. Nicht nochmal ein. Nein. Nein. Und dann ist sie ohne Scheiß anscheinend 30 Sekunden, bevor ich fertig war mit dieser Nummer und dort auch mit dem Programm, ist sie rausgelaufen. Also fast. Fast bis zum Schluss. Und drum, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ich weiß, ja. Es ist egal. Ja. Und die hat das genauso scheiße gefunden, wenn ich den Preis nicht gewonnen hätte. Jetzt hätte sie ja vielleicht noch ein bisschen mehr aufgeregt, dass ich den Preis gewonnen habe. Ja, stimmt, ja. Aber ja, trotzdem, ich hab dann einfach das Gefühl, ich bin denen, abgesehen vom Preis, sind mir diesen Menschen das sowieso schuldig, die kommen. Go schauen, dass sie eine gute Zeit haben. Aber durch dem habe ich einfach das Gefühl, noch mehr. Ja. Einfach für mich. Ja. Ich weiß nicht. Aber das konnte ich eigentlich zurückgeben auf deine Angst und Nervosität, die ich faszinierend finde. Ja. Dass so, ich sehe wenig Menschen, die so nervös sind, vor dem Auftritt wie du. Ja. Und eben, ich weiß nicht genau warum.
Vor allem wegen deinem Level. Aber ist jetzt weniger geworden, seit du falsch umspringst. Ja. Das ist eben so lustig daran, weil ich weiss, ich habe, obwohl ich schon in sehr gefährlichen Situationen war in meinem Leben. Ich meine, wir müssen Bungee jumpen. Danach, ich habe 3 Tage lang, also 3 Nächte im Bett, immer wenn ich daran gedacht habe, die ersten paar Sekunden, ich schwöre ohne Übertreibung, mein Körper zu gehen. So wie Trauma in meinem Kopf. Wirklich, nein, Bungee jumpen war richtig schlimm für mich. Obwohl ich so gefährliche Sachen gemacht habe, mir immer noch auf der Bühne stehen. Ich habe wirklich Respekt und Angst. Seit ich falsch umspringen denke ich, das ist viel extremer, für mich viel schneller. Und ich weiß, ich bin physisch sowie psychisch fähig, das zu machen. Ist jetzt auf der Bühne so. Ich bin nervös, ich habe Respekt davon, aber es ist nicht mehr so wie früher. Früher sind meine Hände wirklich richtig nass geworden. Ja, zum Glück bist du immer der Letzte und danach hat man nicht noch ein nasses Mikrofon. Ich finde das eine von den Schlimmsten, weil du wartest am längsten. Ja. Bei der ersten Tour, die wir zusammen gemacht haben, habe ich es gehasst, als Letzte zu kommen. Die Leute sind so müde gesehen. Und eigentlich sollte man denken, der Letzte ist der Geilste, oder? Ja, eben. Mein Lieblingsspot ist erst nach der Pause. Das finde ich mit Abstand. Ja, erst nach der Pause oder der Letzte vor der Pause? Das ist auch gut. Showclose in der ersten Hälfte, ja. Ja, Bungee Jumpen habe ich bis jetzt aber auch das Erste gefunden, was ich jemals gemacht habe. Ja. Weil ja. Ich bin nur einmal falsch im Springen. Aber nicht Tandem, sondern schon First Solo, Level. Ja, genau. Wenn zwei mitkommen und genau. Ein bisschen heben. Und du ziehst dann aber selber den Schirm und bist dann auch allein am Abend gehen. Genau. Also sagt dir jemand, 45 Grad und rechts und 90 Grad links. Ja, das weiss ich. Das ist das Absurdeste, das ist wie GTA. Du siehst irgendwie einfach so Kilometer in der Luft, siehst du einfach so Karte. Ja, und du gehst dann so runter. Und sie werden immer begrüßt. Und das habe ich mit, was ist das gesehen? 18, 19, irgend so etwas dort. Habe ich das gemacht. Und ich weiss noch genau, dass du kommst so aus dem Flugzeug raus und so die ersten 2 Sekunden ist so still und dann macht es weil dann die ganze Luft kommt, sozusagen. Oder? Und Bungee Jump? Nein, das ist fucking du hast wirklich das Gefühl, du kennst. Ja, das ist nicht geil. Ja, nein. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich zum. Machst du nochmal? Ich weiß einen mega guten Grund haben oder jemand fordert mich heraus. Du, hast du das Video gesehen, das ich gepostet habe? Ja. Von meinem Vater? Ja, ich habe es gesehen. Also, dein Dad im Vergleich zu dir war voll easy drauf. Alter, mein Dad hat so Balls, gell? Also, macht so eine Küsslingkamera. Und danach taucht er ab. Ey, fuck. Wie das Chiemsee-Logo. Einfach so. Und du. Smooth. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich sterbe. Ich kann so ab, zappeln wie so ein Idiot. Nein, ich schwöre dir, ich habe das für so heftig empfunden. Ich glaube, während dem Kehren für 1 Sekunde bin ich weg. Nein, wirklich, ich glaube es. Lass die Aufnahme. Du hörst mich wie ich. Ja? Und ja, ja. Still. Und dann. Ja, ich glaube dort, weil ich bin wirklich so. Nein. Das ist wie die Videos von den Typen, wo auf den Ganzlinger, wie heißt es? Slingshots. Wo auf den Slingshots die Kugeln, die an so einem riesen Bungee-Seil aufgespickt werden. Und die Leute nachher aufjagen. Dann siehst du immer so. Ich glaube, das ist mir sicher passiert. Es kann gut sein, weil wenn man den Schrei hört, ist es nicht mehr Schrei, wirklich, ich mache ruhig. Und ich weiß noch, wie ich nur noch meine Hände so gesehen habe. So. Nein. Ich sag nein, Bungee Jump ist heftig. Weißt du, was das Schlimmste war? Also, wir müssen dazu sagen, das haben wir ja gefilmt für eine Werbung. Ja. Und das war im Tessin gesehen. Und wir haben an diesem Tag zuerst haben wir noch gefilmt, wie wir ins Lido vom 10 Meter die ganze Zeit haben wir so runtergekumpen. Ins Seewasser vom Lago Maggiore, wo irgendwie, was hat es da gehabt, 17 Grad? Mhm.
Und ich finde 17 Grad okay, wenn ich in reingehe und dann bin ich auf 20 Minuten drin. Und nachher aber nicht innen. Nachher raus, hast du Sonne. Raus, ja. Aber die Lufttemperatur ist vielleicht 20 Grad gesehen. Und wir sind die ganze Zeit in das Wasser rein. Und dann haben wir wieder raus müssen und wieder rein und wieder raus müssen. Und das einen halben Tag. Ja. Nachdem wir schon am Morgen da gefahren sind. Mhm. Also von Basel 3 Stunden. Du hast 2,5, 2 Stunden gehabt, sowas. Okay, ja. Ah, nein, du bist immer, weil du nicht Auto gehabt hast. Bist du auf Zürich mit der Werbeagentur losgefahren. So, und dann haben wir das den halben Tag gedreht. Dann gehen wir auf die scheiß Staumauer. Also auf den Damm. Ja, genau. Ne, Und dann noch dort springen. Wir haben dort auch noch Filme. Also musst noch ein bisschen mit dem Kopf bei der Sache sein, noch hier Szenen. Ja, genau. Nachher, vor allem haben wir beide Versionen müssen filmen. Ob du kommst, ob ich komm. Und dann kumpen wir. Hey, und nachher bist du so drained, einfach so. Ja, also du hast irgendwie Adrenalin, das so hoch war und langsam wieder runtergeht. Und ich weiss noch, wir sind dann noch etwas essen. Bist du auch noch mitgekommen essen? Nein, ich bin heim. Bist du gerade heim? Ich bin heim, ja. Wir sind noch, ich habe gefunden, ich kann jetzt nicht gerade losfahren, weil ich es gemerkt habe, beim Abfahren von dem Verzaska-Damm, habe ich es gemerkt, wenn ich die Kupplung gedrückt habe, haben meine Knie immer so. jetzt kann ich nicht, ich kann jetzt nicht 3 Stunden Auto fahren. So nein. Und darum habe ich gefunden, ich gehe schnell Pizza essen, ein bisschen entspannter. Weil das ist schon das Schlimmste. Das ist heftig, das ist heftig. Und viele Leute haben mich auch schon gefragt, warum ist Fallschirmspringen nicht so heftig wie Bungee-Jumpen? Weil die Kopf jetzt irgendwie als surrealer abstempeln. Also bei mir ist es so. Ja, die erste paar Mal Fallschirmspringen nimmst du nicht wirklich wahr, wo das am Cape ist. Erst wenn du dann weißt, was du alles kannst mit dem Körper. Yeah. Und du kennst Geschwindigkeit. Wenn du dann zum Beispiel vorne boltest. Oh, ja. Dann weißt du, okay, jetzt bin ich etwa bei 200 oder 300 km/h, wenn ich mich jetzt gerade so geradeaus abstelle. Das ist schon, oder du hast Wolken. Mhm. Und du schaust die Wolken an, wie sie an dir so vorbeirasen. Das finde ich so ein schlechtes Gefühl. Du merkst wirklich, wie so, dann denkst du, okay, ich muss ziehen. Und dann jedes Mal, wenn du ziehst, bist du am Fliegen und denkst, Menschen sind bad shit crazy. So ist, stell dir vor, die erste, die das gemacht hat, die erste Frau. Ja. Yeah. Die Balls of Steel, die Frau. Du hast nicht gewusst, ob es funktioniert. Ja. Yeah. Und sie ist aus dem Heißluft. Hallo, nein, die erste Fallschirme sind eigentlich für Kampfpiloten gewesen. Aha. Da weiß man, aber yeah. So Commercial Skydiving ist eigentlich eine Frau aus Frankreich. Wirklich? Weißt du, wie bad shit crazy die Frau war? Ja. Yeah. Das sind Tücher gewesen. Ja. Von dir, von 800, 2000 Meter. Sie ist von Stadt zu Stadt gefahren und hat den Leuten das gezeigt. Ich denke, sie ist von Stadt zu Stadt gesprungen. In eine neue Stadt aufgestellt, aufgegangen, alle Leute zahlt. Wirklich? Ja. Also so quasi als so Attraktion. Ja, genau. Weißt du, ich denke einfach, wie viel Balls auf sie. Ich mache das nur, weil ich weiss, das geht schon lange. Ja. Und es sind zu viele Leute vor mir gestorben, dass wir wissen, auf was wir schauen sollten. Mhm. Es ist, umso länger man das macht, umso sicherer ist es ja. Wegen der Equipment oder Sachen, die du musst wissen. Ja, logisch. Weil du musst nicht nur aus dem Flugzeug springen, du musst noch das Wetter kennen, Wind. Es gibt so viele Sachen, die du musst daran denken musst, wenn du dort bist. Du bist eigentlich wie ein Pilot, mehr oder weniger. Mhm. Ich finde die Frau einfach Balls of Steel. Balls of fucking Steel. Ich denke an mich, wir Menschen haben einfach Balls of Steel. Wie zum Beispiel Formel 1 Fahrer. Das ist fucking bad shit crazy. Formel 1 ist wirklich jenseits. Dass die nicht sterben heutzutage, zeigt einfach, wie schön oder wie gut oder wie viel Balls of Steel ein Mensch eigentlich haben will. Damit es so sicher sein kann. Hast du mal die Formel-Dinger gesehen? Wie heißt Formel E? Nein, die Serie meinst du auf Netflix? Formel nein, sondern auf der Rennen mit der Elektro. Ja, habe ich gesehen. Ja, es ist komisch. Es ist mega komisch, es ist wie du hörst nichts. Ja. Es ist ich vermisse aber die 8-Zylinder. Ja, wo ich so. Ja. Aber ja, reden wir über etwas, was Leute interessiert. Sorry. Sorry. Ja, nein, wirklich. Ich glaube nicht, dass die Leute wieder über... Das sind Wände über Formel 1 Autos hören. Nein, es sind halt einfach... Bist du mal Kunstflug machen? Kunstflug? Wie meinst du Kunstflug? Das, wo man... Nochmal? Wie viel G hat es gehabt? Weil das haben wir? Das haben wir auch müssen filmen. Wie Bungee Jumpen sind wir ja noch Akrobatik fliegen. 7,5.
Und das ist ja auch unglaublich. Vor allem, das sind ja ähnliche Fliehkräfte wie in einem Formel-1-Auto. Ja. Noch schnell. Und sie sagen ja noch, damit du eben nicht ohnmächtig wirst, wenn das Blut runtergeht, musst du so wie pressen, wie auf der Magen. Ja, wie auf der Toilette, musst du pressen, damit das Blut wieder in den Kopf geht. So. Und ich, Idiot, habe ja bei jeder kleinen Unebenheit habe ich gepresst. Mir ist fast die Grindplatte. Zu dem Zeitpunkt, das Bild wieder im Flugzeug da bist und dann macht das Looping. Oh, bitte, wenn du das Bild hast, bitte. Ich suche es mal schnell. Ich kann das wahrscheinlich auf deiner Kamera zeigen, oder? Das ja, kannst du die Kamera hinein zeigen. Das. Weil ich weiss noch, ich bin sicher zweimal in Ohnmächtigkeit. Und er hat mich geweckt. Also, weißt du wirklich, er ist runtergegangen. Also, siehst du, hat er das gemacht. Er geht rauf. Geradeaus rauf. Ich denke, okay, wie lange will ich das noch machen? Stellt einfach den Motor ab. Einfach dumm. Es ist einfach still. Es ist so dumm. Und das Flugzeug geht ab. Es geht so. Drehen. Und ich denke, ja. In eine Schufe ziehen, dann stellt es gerade, lädt den Motor an, holt mehr Geschwindigkeit und macht so ein Looping, wo eben er sagt, das bringt bis zu 10 G oder 11. Also ich schaue auf den Tacho dort und du merkst erst, wenn du umgehst, wenn es spät ist. Weil es wird alles schwarz und erst, wenn es da ist, habe ich gemerkt, oh Scheiße, ich kann ja umgehen. Und so, weißt du, wo ich das gehabt habe? Also nur schnell, ich habe das Bild gefunden. Ja, was soll ich dir zeigen? Achtung. Nein. Jesus. Sieht so aus wie der Dölf. Das sind etwa 6G oder 7, sicher. Das ist aber immer mein Anspannen. Schau mal meine... Ich habe ja schon so, Augensäcke. Du siehst wie ein fucking Emoji aus. Aber weißt du, wo mir das mal passiert ist? Ich weiß nicht. Also einmal weiß ich sicher noch, wo ich ohnmächtig geworden bin. Ja. Und zwar, weißt du noch, als ich auf der Bühne meinen Kopf rot gemacht habe? Extra. Ja. Beim Vujo. Das habe ich eigentlich schon ganz früh in der Schule ich das gemerkt, dass ich das kann. Also es ist nicht schwierig, aber die Leute sind immer so fasziniert davon, dass du eben, du pressest wie auf der Toilette und du machst einfach immer weiter. Und dann kriegst du irgendwann einfach den mega roten Grind. So. Ja. Und ich bin vielleicht 11 oder 12, dann sind wir so in der OS-Orientierungsschule. Oh. Ja, ja. Und danach wirklich bin ich so mit so einer Crew gesehen und die, weißt du, das ist so die Phase gesehen, jeder hätte oft etwas können. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Zum Beispiel, wir haben den einen gehabt, ist so einen Inder gesehen und da haben wir den Human Jukebox genannt. So. Ja, weil oft, sag mal irgendein Lied. Beat it, nicht so. Aber richtig gut, oder Scheiße? Der hat auf jedes Lied gesungen und hat so ein bisschen dazu beatboxed und hat so ein bisschen alles können, oder? Okay. Beat it. Und ich bin so der gesehen, der hat wollte Schauspieler werden. Ja? Okay, du bist der. Und dann hat sie so immer, weißt du, ist immer so, hey, Karl, jedes Lied kann er, zeig mal. Und dann ist bei mir so gesehen, ich will Schauspieler werden. Ich kann zum Beispiel den Kopf rot machen. Mach mal. Okay, ja. Und danach bin ich so auf dem Pass auf und ich fange so an. Und mache so meinen Kopf rot. Und dann passiert eben genau das, wie beim James Bond, wie so Golden. Ja, genau, es macht so. Und ich schaue irgendwie so ein Jahr, weil sie haben wirklich so ein Kreisbild. Und ich schaue so ein Jahr und mache so. Und das ist das Letzte, was ich weiß, wenn ich sie probiere zu heben. Und dann auf hinten runtergeklappt. Und es war verdammt gefährlich, weil es ist vom Pausenhof. Und ich habe mir den Grind natürlich noch schön am Boden angeschlagen. So, dumm. Auf jeden Fall. Also nachträglich haben sie mir gesagt, vielleicht so 30, 45 Sekunden sei ich weg gewesen. Was noch lang ist, Alter. Ich schaue viel MMA. Gell? 30 Sekunden ist lang. Und ich bin wirklich anscheinend, also das weiß ich dann wieder, ich wache so offen, du siehst einfach so 9 bis 11 Köpfe, was so oben runterschauen. Und dann sagt der eine so, oh, mega gut gespielt.
Ich hätte mega gerne, dort so, so die Confidence gehabt zu sagen, danke vielmals, danke. Ja, dann bin ich so, nein, ich will sterben. Nein, einer von meinen besten Freunden hat hier eine Narbe, weil mit... Welcher? Kennst du den? Der Simon. Weißt du, kennst du Simon, oder? Der ein bisschen dickere, kleine Simon Leuthard. Fat-Shaming. Wenn du mir Nazi nennst, kann ich sagen, du bist Fat-Shamer. Oder nicht? Ich sag einfach, wie er aussieht. Auf jeden Fall, der Cyber. Es hat so mega dumme Spiele gehabt, wo du nimmst einen Zug vom Joint, den gehst du runter, den gehst du rauf und den zählst bis Gott weiß was. Und erst den. Du haltest so lange drin. Und lass raus, irgendwie, es geht mega in die Blut. Oh, hey, drei Miumbi am Pinkeln, ich schaue wieder, ich sehe einfach wieder Simon, seine Augen aufmacht und du siehst seine Augen machen. Dann geht er an, 2 Sekunden später, hat einen Stein da innen, wo wirklich, er ist so heftig am Boden, dass der Stein wirklich stecken bleibt. Er kommt dann auf die Augen, schält noch weiter, was ist passiert? Oh mein Gott. Seither habe ich Angst vor einem Umwegkehren oder so Zeug zu machen. Ja, also Kunstflug bin ich, glaube ich, schon lange, also bin ich nicht mehr gesehen. Ja, aber da passiert ja nichts in dem Flugzeug. Ja, trotzdem. Es jagt mir Angst ein, weil weißt, du hast keine Kontrolle. Doch, das ist das Geile. Wenn es ein cooler Pilot ist, dann darfst du sogar selber kurz. Das ist mega geil. Ja, nein, er du hockst hinten, ja, ich glaube, den. Oh, nein, wie ist es gegangen? Du hockst sogar vorne eben. Ja, vorne. Sitzt vorne. Hinter dir. Ja, genau. Und dann hast du beide Steuerknüppel, die miteinander gekoppelt sind. So ja, wie ein ja, Tandem ja, halt, stimmt, oder? Dann siehst du es. Dann sagst du, oh, jetzt kannst du mal ein bisschen anlangen und kannst ja, dich bewegen. Also er redet immer noch vom Steuerknüppel. Ja. Weißt du, wie ist er jetzt noch mit dem Fallschirm? Über 50 Sekunden erklärt, das ist der Fallschirm, gell? Also wenn etwas schief läuft, ich drehe das Flugzeug um, du gehst raus, einfach da ja, ziehen. So. Ja. Aber sorry, der okay. Typ, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. In meinem Kopf ist es so ein Bernie oder so. Weißt? Ja, weil er hat so eine weiße Matte gehabt. Ja, genau, ja, das stimmt. Und das sorry, stimmt. Der Typ ist so abgebrüht gesehen. Du hast das Gefühl, der ist, glaube ich, schon 7-mal gestorben. Ja. Das kann gar nicht anders sein. Der ist schon 7-mal gestorben. Ja, das ist ein scheißegal. Das ist ein Katz, wirklich, dem scheißegal. Ja. Und dann hat ja, weißt du, ich hure Klaustrophobie, gell? Und ich so, oh mein Gott, wenn dann da das Ding zugeht und so. Und dann hat er nur dumme Sprüche gemacht, hat überhaupt nicht geholfen. Weiter gesagt? Nein, er hat gesagt, ja, eben, wenn man auf dem Kopf ist, dann hat es die und so. Nein, das mache ich nie mehr. Das mache ich auch nie mehr. Never ever. Nein, never again. Nein, vielleicht das noch. Eher das vor dem Bungee-Jumpen. Also, was eher Kunstflug als Bungee-Jumper? Eher Kunstflug als Bungee-Jumper. Aber du weißt ja, wie die Progression ist. Wenn du falsch umspringst, was kommt als nächstes? Als nächstes kommt entweder so Base-Jumper oder so mit so einem Wingsuit oder nein, so. Nein, das mache ich nicht. Nicht? Nein, das mache ich nicht. Hey, höchstens Halo. Was ist Halo? Halo-Jumps, das macht sie im Militär von 10 Kilometern. Also dort, wo du... Aha, wirklich mega weit rauf. Oh mein Gott. Und es geht noch weiter rauf. Dort hast du gar keinen Sauerstoff, oder? Du hast keinen Sauerstoff. Kommst mit einer Sauerstoffmaske raus. Ah, ich glaube, das haben Joko und Klaas das mal gemacht. Aber dann ist die Erde wirklich dann... dann ist wirklich so, oh shit. Das höchstens das. Meinst du, wenn wir den Kiko mal auf 10'000 Meter rauf kriegen, glaubst du denn, dass der rund ist? Ja, vielleicht, ja. Müsste ich nicht, ja. Ich finde das eh mega... Das könnte man mal machen. Man könnte mal einen Halo-Jump machen. Mit dem Kiko. Er will gerade nicht mal einsteigen. Er will nicht sagen, nein. Ich fliege höchstens in die Ferien. Höchstens. Nein, Brudi, ja. Mann, ich fliege First Class, aber sonst gar ja, nicht. Ja, Orangensaft. Dann macht irgendein blödes Wortspiel. Sagst du, hey, willst du nicht falsch umspringen? Hey, oder willst du nicht einen Halo-Sprung machen? Nein, alter Mann, ich tue nur Halo spielen. Ich finde einer von den geistigen Menschen Backstage, Alter, sorry. Der Kiko ist wirklich Alter, Backstage. Von allen Menschen, die ich kennengelernt habe, ist Kiko der lustigste Mensch. Ohne als Scheiß. Typ ist ja, wirklich lustig. Der Scheiß, wo der rauslässt, Backstage. Ich wünsche mir eines Tages, lässt er uns das filmen.
dass wir das aufstellen können. Nein, wirklich. Nein, das Zeug ist so lustig. Weißt du, dort, wo wir am Essen waren? Und dann sagt er einfach aus dem Nichts. Ey, Jungs, weißt du, wenn ein Arzt dir sagt, dass dein Penis gross ist, dann muss es wohl stimmen, oder? Ich meine, er ist Arzt, der weiß, was er redet. Das ist so, Alter, das ist die ganze Zeit überlegt. Und dann, nein. Hey, du bist im Ausgang, bist am Tanzen. Und dann, eine Frau macht ihre Schnur auf, wirfst ihr eine Pille in die Schnur. Dann sagt sie, was ist das Ecstasy? Dann sagst du, nein, Pille danach. What the fuck? What the fuck? Nein, der Geist ist da gewesen, was ist das für Mühle Hunziker in Rubigen? Dann hast du Backstage, haben sie hure geile Location, und Backstage hast du dann noch alle die Plakate von früher noch. Und es sind ja immer nur so Streifen gesehen, wo auf der grossen Name von der Band oder was weiß ich gestanden ist. Und dann hast du so Inner Circle, 1991, gell? Und Inner Circle, die haben mein Lieblingslied von damals, ja, gemacht. Sweat. Und ich so, ja, und ich sag so zum Kiefer, Inner Circle, kennst du noch Inner Circle? Und er so, nein, was ist da? Und ich so, ja, das ist, die haben das Lied gemacht. I've been watching you, a la 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 long. Und wirklich im gleichen Tempo sagt er, da gibt's auch einen Remix davon, kennst du den Brudi? Ich so, nein. Wie la 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 lang ist denn dein Schwanz? Aus dem Nichts, Alter. Weißt du, dort, wo dann Backstage in Bern läuft er einfach so mit einem Fuß, wo still ist, und da hängt, und dann läuft er einfach ins Backstage rein und sagt, Kiko, alles klar mit dir? Nein, Mann, warum laufst du so schräg? Sagt er, mein Schwanz ist mega schwer, ich bin rechts tragen, weißt du, es zieht mich ab. Und dann läuft er einfach wieder raus. Etwas stimmt mit dem nicht. Er hört nie auf. Oh nein, das Geiste. Wie war es? Charlie, hat etwas sagen, meine Freundin hat gestern einen Schönheitswettbewerb in der Schule gewonnen. Ich so, gratuliere, sagst du, einen lieben Gruß. Dann sagt sie, ja, jetzt ist sie Missgeburt. Gut, der ist alt. Ja, ich weiß, aber ich von ihm. Der ist alt. Ich kenne sie erst von ihm. Sie doch, da gibt es ganz viel. Gibt's ja, ich bin gestorben. Missbildung, bla bla bla. Ah, Missbildung, ah, sorry. Ja, Missgeburtszeit, sorry. Missbildung. Ich habe nur überlegt, war das im Spitalenpreis. Ja, für das schönste Geburt, Baby. Ja. Das schönste Missgeburt. Missgeburt. Anyway. Ja. Anyway. You are killing it. Wo killing it? Hey, Swiss Milk Werbung. Ja. Überall. Ja. Okay, ja, das ist gut. Aber überall. Jetzt hast du Theater gespielt im Casino Theater. Ja. Mit dem Roboter Nummer 1. Pepper heißt er in 8. Alter, yes. Seit ich gewusst habe, dass du das Theaterstück machst, habe ich den Roboter überall gesehen, gell? Überall. Ich check nicht, warum. Ich habe den vorher nie wahrgenommen. Und du tust mit dem Programm. Das Helvetia Secret. Ja, Killing It. Ich weiß, es hat schon ein paar Backlashes gegeben. Was hat Backlashes gegeben? Ja, wie... Eben heikle Diskussion. Das ist eben schön, jetzt kann ich mit dir... Hör mal auf mit deinen Kopfhörern, das macht mich wahnsinnig. Stop. Jetzt kann ich mit dir über das ernsthafte Thema jetzt reden. Super, nach? So. Eineinhalb Stunden. Nach eineinhalb Stunden, so. Ich muss schon das Video zeigen. Auch damit die Leute wissen, um was es geht. Ich zeige jetzt schon... Hey! Hey!
So, jetzt haben wir das Video gesehen. Bevor ich weitermache, übrigens, danke vielmals für das Kompliment von vorher. Gerne, gerne. Wow, ich liebe deine Haare. Ist lieb. Also jetzt zu dem Video. Ich habe es jetzt auch extra nochmal geschaut. Ja. Und eben, so. Eben, hast du gesehen, es geht darum, dass ich wir haben, Leute die Schwingen wollen näher bringen auf eine humorvolle Art. Und, so. Und dann gewisse Leute dann, haben das dann falsch aufgenommen und dann haben sie eine Diskussion angefangen. Weißt du, wenn 90% der Leute das gut finden und 10% schlecht, dann haben 10% gehört dann immer. Und sie haben dann argumentiert und haben gemeint, wenn man den kurz aufhängt, wir nehmen Referenz oder also Swiss Make hey, hat das extra gemacht, wie sie wenden gewisse wie. So wie ein schwacher, dunkelhäutiger Darsteller uns aufhängen, ist so wie bei der KKK. So. Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Yes. So. Ich verstehe, dass gewisse Leute, ich bin auch so, dass sie stolz sind und sie sehen, kein, wie viel Dunkelhäutige, wie man schwach gezeigt werden und so weiter. Verstehe ich, dass man das dort kann, ich ein bisschen fast verstehen. Aber eine Woche später oder zwei, drei Wochen später nach der Werbung haben wir doch einen Schwingwettbewerb gehabt. Mit SRF 3. Und dort habe ich alle Wettkämpfe gewonnen. Es ist nicht darum gegangen, mich dort schwach darzustellen. Und eine Referenz auf der KKK ist einfach. Die lüteste Tür, die ich jemals gehört habe. Nochmal. Jesus. Jetzt kommt noch ein Orgelgespiel dazu. Und Polizei. Und Polizei. Nein. Auf jeden Fall, dass sie den Referenz nehmen. Also, sagen, ich mache das wegen der Kuckucksklein, dass Leute wirklich das Gefühl haben, wir haben uns mit Swissmilk getroffen und haben nachher das Gefühl, ah, wir machen das extra, wie mit Leuten. Nein, wollen. Also los jetzt. Wenn da, ich weiß schon, dass sie so das Blick haben. Nur schnell, aber zwei Sachen. Darf ich kurz? Ja. Erstens, wie viele Leute haben das effektiv gesagt mit dem Kuckucksklein? Ein paar nicht direkt, aber durch dem, dass ein paar Leute das gesagt haben, ist es halt eskaliert in gewisse Richtungen, die es gar nicht hätte sollen. Genau, also, aber ja. Es sind nicht viele Menschen gesehen, die es ja. Das ja. Sind nur, ja. Was aber unabhängig vom Ku Klux Klan ein bisschen so aufgenommen worden ist, ist, dass es könnte rassistisch sein, weil halt der Schwarze eigentlich nur vermöbelt wird und dann wird er noch aufgehängt. So. Und ich glaube, was die Leute eher gestört hat, ist, dass man sicher nicht, ich glaube, niemand hat gefunden, man hat jetzt bewusst die Entscheidung getroffen, das so zu machen. Sondern, dass man sich nicht mehr überlegt hat. Also, weißt, ich weiß noch, in Basel hat es mal ein riesen Theater gegeben, ja, wo der riesen Tsunami war. In Thailand. Thailand, ja. Riesen Tsunami. Ja. Das sind die News gesehen. Erster Song nach den News, beim einen Radio. Erster Song nach den News, die perfekte Welle. Weißt du, einfach. Das ist kein Witz, das ist wirklich passiert. Und es hat einen Shitstorm gegeben. Es hat niemand dort gefunden, bewusst. Wir planen nicht, jetzt den Song nach ja, den News. Also aber es hat auch niemand geschaut. Ja. Vielleicht war der Song jetzt nicht so gut dort. Weißt du, wie ich meine? Nein, sag mal, ich lache nicht wegen. Oh mein Gott, ey. Ich lache nicht wegen dem Song. Ich lache einfach wegen der Ironie. Ja, eben. Das wäre einfach die perfekte Welle. So, wegen der Dummheit von. Ah, ja, das ist ein bisschen eben, dass dort niemand ja, gehört gefunden hat. Weißt du, ja. Spätestens der Moderator. Es gibt ja ein paar Sachen, ja. Die können passieren bis dahin. Genau. Und dass sich niemand das überlegt hat. So, und, ja. Und was ich, meine persönliche Meinung zu dem ganzen Ding, wir haben mal telefoniert wegen dem. Ja. Und es ist immer die Frage, macht man das grösser als es ist, wenn man dann noch darüber schwätzt und so. Ja. Jetzt ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ich kann eigentlich nur zwei Sachen dazu sagen. Nämlich das Erste ist, dass das Problem ist, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, das ist nicht das lustigste Video, das ich jemals gesehen habe von dir. Und dann ist es halt umso wichtiger, dass der Inhalt verhebt. Weißt du, wie ich meine? Weil, wie du ja auch weißt, gerade in der Comedy, je mehr man sich auf die Äste rauslässt, desto lustiger muss es sein. Ja. Dann stört es auch niemand. Weil dann achtet man sich gar nicht auf so etwas. Ja. Oder? Und wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie recht viel improvisiert beim 3, oder? Ja. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen das Problem gewesen. Ja. Weil, was jemand anders gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich die Person darf namentlich nennen, ich zitiere sie jetzt einfach, weil ich bin absolut dieser Meinung, was ein bisschen gefehlt hat bei diesem Clip an sich, ist, dass irgendjemand noch du mal schnell oben raus das bist.
Das habe ich sogar während dem Dreh. Weißt du, wie ich meine? Ja, während dem Dreh kann ich jetzt ehrlich sagen, während dem Dreh, schon vor dem Dreh habe ich das erwähnt. Mhm. Während dem Dreh habe ich das erwähnt. Danach, wenn ich das Video gesehen habe, habe ich es erwähnt. Mhm. Und ich glaube, bei mir ganz ehrlich, klar nicht, ist es nicht lustiges Video gewesen, aber also das Lustigste gewesen. Nein, aber es hat lustige Szenen drin, muss ich auch ehrlich sagen. Aber es ist schon so, dass das, was die Leute danach gesagt haben, ist nur, sagen wir, wenn 1% so etwas sagt und jemand sucht so etwas, dann ist es gefunden, zu fressen. Ja, ja, ja. Weil die Sachen, die sie zum Teil gesagt haben, ist weit von der logisch, von der logisch, Realität. Logisch, wie du es dann aufbaust. Ja, und dazu, ja, weißt, ich verstehe, dass wir nicht die gleiche Meinung haben und so, aber zum Teil eben wie halt Social Media ist, es ist nicht konstruktiv gewesen. Die Leute haben mir nachher Sachen vorgeworfen und beleidigt. Ja. Persönlich, also, wo ich das, dann finde, weißt du, was ich geil finde? Der eine Vorwurf ist gesehen, dass du ein Rassist bist. Ja. Weil du quasi schwarze schlecht ausstellst. Also weißt du, so Zeugs muss man oft aufhören. Nein, eben ja. Nein, aber, so aufhören, aber ja. Was wirklich halt ein bisschen fehlt, ist, dass am Schluss hast, ja. Machst du etwas ja. Und dann gewinnst du das ich mit gesagt. Einem kleinen Ding. Oder das so. Habe ich denen gesagt. Hätten wir sollen machen, das gebe ich ja ehrlich zu. Nicht nur das, auch ein ganz schlimmer, dummer Fehler ist einfach sie. Das ist nicht in unserer Macht sie. Wenn sie das Newsletter rausgegeben haben, in anderer Abteilung, sie haben das Newsletter, sie haben das Bild gesehen, wie er mir aufhängt, haben sie wahrscheinlich das lustig gefunden, ohne mit mir Rücksprache zu nehmen. Ich hätte gerade gesagt, das Bild will ich nicht aufladen, als Thumbnail. Mhm. Und dann, wenn du als Thumbnail siehst, einen weißen und einen schwarzen im Hintergrund, der aufgehängt ist, dann ist logisch, wenn du dann so Sachen suchst, gefundenes Fressen. Ja, ja. Das hat mich richtig aufgeregt. Dort habe ich mir gesagt, das ist wirklich unser Fehler. Also, das heisst, wir alle im gleichen Boot sind, ich will nicht jetzt den Finger zeigen, ich kann erwähnen, welchen Abteil, aber schlussendlich sage ich, wir. Yeah. Wir sind alle beteiligt. Das ist ja der Punkt. Das, ja. Ist, ja, das ist ja sehr oft so, dass wenn du nicht mehr allein etwas kontrollierst, ja. Dass mega viel Schissel drumherum passiert. Oder? Ja, genau. Also und, ich erwähne jetzt nicht, dass beim Sieben sicher der Deutsche die rechte Arme oben hat. Wenn man es sucht, findet man es. Ja. Und das hat auch einen Shitstorm ja. Können geben. Ja. Und auch dort ist es nicht bewusst. Ja, genau. Sondern es machen alle irgendetwas komisch. Genau, ja. Und dann hat halt der Frank, ja, ist dumm gelaufen. Auf jeden Fall, ja. Ich bin nur schockiert gewesen. Aber schockiert gewesen und gleichzeitig mega glücklich gewesen. Weil schockiert gewesen, dass gewisse Leute mir Rassismus vorwerfen. Mhm. Enttäuscht gewesen, weil wäre ich nicht schwarz gewesen, wäre das logisch gewesen. Ein normales Video, wo einer gegen einen wo schwingt, wo einfach 100 Kilo mehr ist, der bringst du nicht einfach so ab. Also auch wenn du Kampfsport machst, wo ich auch mache, unter anderen Umständen, wenn es Krav Maga, Taekwondo, etwas anderes, ja, dann hat er vielleicht weniger Chancen. Aber bei Schwingen kannst du vergessen, der ist 30 Kilo mehr als ich. Und er kennt den Sportart. Also in Taekwondo machst du einen Spinning Heel Kick im in meinem Bauch und dann ist vorbei. Ja, weißt du, ich meine? Du bist, das tut weh. Und es gibt Punkte, wo du hast, kannst schlagen. Okay, ja. Jo, das hat mich auch enttäuscht, aber was mich sehr glücklich gemacht hat, ist eben, weil ich in Südafrika gross geworden bin, auch in der Schweiz. Zum Teil habe ich Sachen gesehen, wo mir angetan worden ist oder wo Leute etwas gesagt haben und die Leute rundherum haben nichts gemacht. Haben nur zugeschaut. Auch wenn ich der bin, wo sie das beschuldigt haben, Rassismus, ist es trotzdem für mich mega schön, sie zu sehen. Dass das hingewiesen wird? Nein, dass Leute etwas gesehen haben, wo sie das Gefühl haben, sie sind rassistisch und sie haben es erwähnt. Das finde ich schön, das darf nicht aufhören, aber wir dürfen nicht, wie ich bin, sage ich ihnen einfach, wir dürfen es nicht übertreiben, weil ich weiss, wir haben nicht. Wir wollen niemanden auf Füße stehen. Ich will meine eigene Rasse nicht so fertig machen, weil ich kenne Apartheid. Ich will sicher nicht so etwas machen. Und man muss dann trotzdem gut und konstruktiv argumentieren. Aber der Tat an sich, dass sie sich eingesetzt haben, da bin ich wirklich, Gesellschaft hat mir sowieso wie auf eine schräge Art und Weise ein bisschen Hoffnung gegeben. Ich muss sagen, oh wow, weißt, jetzt setzen sich Leute für mich ein, die mich nicht kennen. Früher
Hey, Ari, ich darf auch nicht träumen, dass sich weisse Leute für mich einsetzen, wenn sie das Gefühl haben, etwas stimmt nicht. Aber wiederum ist es auch schade, wenn ich denke, Swissmilk hat etwas mega Schönes gesagt. Sie haben mich auch ausgewählt, weil sie haben gesagt, die Darsteller, die sie auf SRF sehen, im Fernsehen, allgemein in den Werbungen, in der Schweiz über 90% sind weiss und sind Schweizer. Mhm. Es sind keine Dunkelhäutigen. Und in der Schweiz haben wir über 20% Ausländeranteil. Also die Werbung und das Fernsehen repräsentiert nicht das Volk, wenn man so frech darf sagen. Und dann nimmt man zum ersten Mal etwas anderes und dann passiert so Zeug. Wiederum schade, aber ich sehe das Positive dahinter. Das finde ich wirklich schön. Ja, ich glaube, was ansatzweise ein Problem gesehen ist, wie du sagst, wenn jetzt ein Wissen geschwungen hat, dann hat man einfach gesagt, ja, der Schwächer verliert gegen den Stärker. Ja, hat man nicht gesagt. Auch dann ist es lustig, wenn halt irgendwie noch der Schwächer... Das habe ich gesagt am Dreh. Ja. Das Problem ist halt einfach, und das ist eben wieder das Positive daran, dass wenn die Leute dort etwas sehen und darauf hinweisen, wie du sagst, ist eigentlich nicht schlecht. Es ist ein bisschen aus den Proportionen gemacht worden, weil ich finde immer, man soll Rassismus definitiv beim Namen nennen, wenn man sieht. Ja, aber und das auch ist Sexismus. Nicht. Aber eben, man sollte nicht vergebens suchen. Ja. Also weißt, es ist dann irgendwie zum Teil ist völlig absurd worden. Wenn du Kurt Aschbacher irgendein Flüchtlingskind fragt, woher es denn kommt, dass dann Leute sich darüber aufgeregt haben, warum fragt er das und so, weißt du? Das ist ja rassistisch. Und ich muss sagen, schnell bremsen. Also, ist fast logisch, dass ein Mensch fragt, woher du kommst. Und du nennst mich Nazi, weißt du, was ich meine? Eben. Eben. Ich finde es ein bisschen zu viel und die Leute dürfen nicht vergessen, weißt du, auch die Leute, die Frauen irgendwelche kommen. Kommentare schreiben, auch bei dir zum Teil habe ich auch schon ein, zwei Mal Kommentare gesehen, wo Leute einfach das Gefühl haben, sie müssen einfach herschreiben, oh, das ist nicht lustig. So, Alter, ich lese das. Gut, sie haben ja recht. Ist gut. Ich finde immer, man darf nicht vergessen, auch wenn es den Leuten scheißegal ist, ich finde es immer noch wichtig, dass man sagt, es sind immer noch Menschen dahinter. Was ich gemerkt habe, wenn Leute irgendwie mir schreiben, du bist nicht lustig oder was weiß ich, ich tue sie einfach mit Liebe zuschütten. Das ist aber schön. Ja, aber sie tun ja wirklich die Meinung an. Ich finde es mega lustig, weil es ist ja oft so, das ist überhaupt nicht lustig gewesen. Und dann schreibe ich irgendwie, ich wünsche dir ein großartiges Wochenende. Weißt du, also, das ist herzig. Humor ist Geschmackssache. Ich wünsche dir ein großartiges Wochenende. Ja. Und danach sind sie, ja, ich habe es gar nicht so gemeint. Ich muss sagen, was ich so ein bisschen merke, ist, wenn man, Comedy ist eigentlich noch ein guter Job für das. Ja. Also, zumindest in dem Level, wo wir es machen. Wenn du mega bekannt bist, ist es wieder etwas anderes. Aber wir erreichen hauptsächlich Menschen, die das sehen wollen. Ja. Und die auch verstehen, dass das etwas Subjektives ist. Ja. Du gehst in Mixed Show schauen, es treten vier auf. Ja. Vier verschiedene Typen. Genau. Natürlich gefällt dir einem besser als der andere. Ja, klar. Aber der dir nicht so gefallen hat, dem gehst du nicht sagen, du bist scheiße. Ich habe nicht lustig gefunden. Gibt es nicht. Ja. Sobald du aber in einen Beruf gehst, in einen öffentlichen, wo du Menschen erreichst, die nichts mit dem zu tun haben. Ja, sie, gehen ist bewusst, klar. Sie gehen nicht bewusst an eine Comedy-Show, sondern sie schauen auf den Fernseher und auf einmal poppt auf. Ja. Sie hören Radio und auf einmal hören sie da. So, auf Schauspieler, Moderatoren, all das Zeugs. Dann nervst du auf einmal Menschen. Dann bist du auf einmal in einem Bereich, wo Menschen sich ab dir aufregen, obwohl du gar nichts gemacht hast. Ja, genau. Oder? Ja. Weil du tust in ihre Welt eindringen. Genau, ja. Und was mich das Einzige, was mich, darum habe ich das auch nicht mehr so oft, aber was mich früher noch mehr gestört hat, ist, wenn ich zum Beispiel mal so eine Webshow gemacht habe für einen grossen Medienverlag. ist das dann, du bist dann auf einmal auf der Startseite von diesem Newsportal mit einem lustigen Video. Ja. Und das finde ich halt von 100%, ja, 20 Minuten. Ja, genau, 20% toll. Ja. Und die anderen schreiben dann aber trotzdem, wie scheiße sie es finden. Nein, es ist immer umgekehrt. 80 finden es zum Beispiel gut. Jo, und nein, von diesen 20% hörst du immer. Auf deinem Profil vielleicht so, aber auf einem eben Fremden. Auf dem anderen, okay, ja genau. Ja. Und was mich dort genervt hat, ist dann, wenn so ein Zeugs gekommen ist, weißt du, das einfach nicht gestumme hat. Ja, eben. Wenn sie sagen, du bist nicht lustig. Okay, deine Meinung. Nicht lustig. Ja, genau. Ja. So, aber ich weiss nur einen, wenn der das jemals gesehen hat, hat er wahrscheinlich so eine Befriedigung, dass ich das jetzt erwähne. Aber der hat irgendwie geschrieben, der ist jetzt Basel noch nie lustig gesehen, kann nur auf Bühnen auftreten, wegen Connections von seinem Vater. Oh. Und bla bla bla. Oh. Und so.
Und dort habe ich mich ohne Scheiß so genervt. Weil ja. Dude, selbst wenn du. Wir kennen mittlerweile einen Marco Rima und einen Victor Jacobo und was weiß ich. Gell? Und die können uns helfen, indem sie uns vielleicht einen Auftritt organisieren. Ja. Und wenn du in dem Scheiße gesehen bist, trittst du nie mehr auf. So einfach. Ja. Der Marco Rima kann mir als Support nehmen im Volkshaus Zürich. Und ich tritt auf, wenn ich 10 Minuten bombe, dann haben das 1000 Leute gesehen und ich kann sicher nicht mehr bei Marco Rima Support machen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das ist das, wo mich dann nervt. Und dort habe ich schon wieder zurückgeschrieben. So, im Fall nein. Ja. Und dann bist du so, komm, egal. Die Person kennt mich nicht persönlich. Ja. Also ich hoffe es. Ja. Der hat so insidermäßig geschrieben. Okay. Ja, genau, ich bin gegangen. Ja, der ist schon von Mutzenberg. Der kann auf den Not treten wegen seinem Vater. Er hat seinen Namen. Ach nein. Aber es ist, wie es ist. Ich finde eben, als Mann darf ich mich weniger beklagen als Frauen. Also das ist, Social Media, eben. Was das mit Frauen macht, finde ich. Ich kann sagen, das ist extrem wahr, was du gerade sagst. Ja. Dass wir haben eben so, oh, du bist nicht lustig und was weiß ich. Ja, Frauen. Und Frauen kriegen einfach konstant so, hey, lüg doch! Dickpics! Ja. Deswegen, ja. Gutes Schlusswort. Ja, gutes Schlusswort, finde ich. Dickpics! Ja, so kann man aufhören. Aber es ist wirklich so. Ja. Hast du das gesehen von Joko und Klaas, wo die Paulina quasi all ihren geilen Sachen zurückschreibt? Ja, nein, sie schreibt nicht zurück, sondern sie macht ein Foto von ihrem Ausschnitt und alle gehen wieder so voll drauf ab und was weiß ich. Ja. Aber es ist gar nicht ihr Ausschnitt, sondern es ist ein Männerarsch. Das ist geil. Der Gedanke, das weiß ich nicht, wie viele Typen. Ja. Sich jetzt ab mit Männerarsch. Das habe ich recht gut gefunden. Ich bin einfach genius. Aber von dem her, was ich mit dieser Geschichte wollte sagen, einfach also negative Sachen kann man aus positive daraus rausziehen. Immer. Und man fühlt sich auch gut danach. Weißt, auch in negative Sachen. Ich muss auch ehrlich sagen, habe ich nachher durchaus positives Gefühl zu wissen, hey, Leute sind wacher als früher. Das ist mir wirklich aufgefallen, dass Leute wirklich etwas sagen. Ich wünsche mir, es wäre einfach in anderen Bereichen ein bisschen besser. Es muss sich immer ein bisschen einpegeln. Ja. Es schwingt halt auf alle Richtungen. Ja. Und immer wenn es eine Bewegung gibt, eine Gegenbewegung, dann muss sich das zuerst wieder einpendeln. Genau. Aber wir sind auf gutem Weg. Ja, so wie mein Dad hat mir gesagt, es wird immer Böses geben. Es gibt immer Gut und Böse, aber es gibt eine Balance dazwischen. Yin und Yang. Aber wir können wählen, wo die Messlatte denn ist. Genau. Und deswegen, umso mehr sich Leute darüber hinweg bewusst sind, umso mehr we feel good. Oh, ich weiß, was du gemacht hast. Du hast den ganzen Bogen zurückgenommen auf das ganze Ding. Erster Feel-Good-Podcast ist durch. Yeah, man. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Du kommst eh bald wieder. Hoffentlich. Und jetzt gehen wir zusammen auftreten. Ja, Mann. Peace! Peace, Kelly. Bye zusammen. Nice! Yes!